Gut, dann einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Live Trading zur Börseneröffnung am Morgen mit dem StereoTrader und wie immer an der Stelle mit Dirk Hilger. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Lab. Ich freue mich, dass wieder so viele zahlreich erschienen sind zum letzten Termin, aber nur in diesem Jahr, denn ich habe die freudige Aufgabe zu verkünden, dass wir auch nächstes Jahr hier an der Stelle weitermachen. Freue ich mich. Danke an der Stelle, Dirk, dass du weiterhin das Webinar mit uns machst. Und bevor wir aber anfangen, ja, wie immer den Risikohinweis bitte lesen und zur Kenntnis nehmen. Das Webinar dient nur zu Schulungszwecken und nicht als Handelsempfehlung. Bitte verstehen. Und auch wenn Live-Trading gezeigt wird heute, müssen Sie selber Ihre Entscheidung treffen. Ja, okay. Dann, Dirk, übergebe ich sehr gerne den Bildschirm, wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Ja. So, hier hört man noch Teller klappern. Ja, hallo und herzlich willkommen natürlich auch hier von meiner Seite zum tatsächlich letzten Webinar für dieses Jahr. Ich muss ja irgendwie gerade mein Mikro festzwirbeln. Aber es ist So, nicht mein dein Bildschirm letztes willst du wieder Webinar. haben, ne? So, mal gucken, ob wir das Ein Webinar haben wir noch hinkriegen. zusammen, Dirk. Bitte was? Ein Webinar haben wir noch zusammen. Aber kein Live-Trading mehr. Nein, kein Live-Trading. Okay, ich muss jetzt zwischendurch mal einen Kaffee schlürfen. Ja, willkommen hier im Frühstücksfernseher. Genau. Frühstücks-TV mit FX Flat, moderiert von Dirk Hilger. So, und da sind wir auch schon. Also nochmal, hallo und herzlich willkommen hier heute live aus Köln. Wir versuchen heute mal den DAX etwas zu frisieren, wie üblich hier zur Eröffnung am Morgen und wie immer ein Dienstag. Warum haben wir eigentlich einen Dienstag? Ich glaube, weil es Reversal Tuesday heißt und da irgendwie was Besonderes passieren soll, ist aber meistens nicht, beziehungsweise nicht unbedingt zur Eröffnung. Bevor ich jetzt hier gleich auf den Markt selber eingehe, hier mal kurz das Sentiment habe ich mir mal geschnappt und das schöne Schwein da oben, gut, das ignorieren wir jetzt einfach mal. Und also ich benutze mal ganz gerne hier von Arriva, jetzt ohne hier Werbung machen zu wollen natürlich, aber halt, weil da halt, ich weiß nicht genau, was da drin ist, aber letzten Endes sind es ja auch halt eben eine Abbildung von Zertifikaten, von Future-Positionierung und so weiter und so fort. Und hier sieht man jetzt einfach, das Sentiment ist leicht bullish. Das passt aber eben auch zum Bild. Also hier muss man sich dann auch mal angucken, wie sich das entwickelt. War halt gestern auch so. Und da habe ich halt, da war ich ja eher short-orientiert, wollte erstmal runter, obwohl ich auch grundsätzlich gesagt habe, ab 10.667 etwa sollten die Bullen irgendwann auf den Plan kommen. Und hat auch letzte Woche noch geschrieben, das kann auch gut und gerne nochmal 100 Punkte darunter gehen. Aber mich würde sehr wundern, wenn da keine Gegenwehr entsteht. Und das war halt so lange, also vom Sentiment konnte man schön beobachten. Das war halt erstmal tatsächlich ordentlich bärisch, nämlich mit irgendwie 70%. Und erst als der DAX dann halt nach oben geklettert ist, und dann ist es langsam gedreht und dann ging es nachher auch endlich runter. Also so, das ist halt eine Art und Weise, wie ich finde, wo man da halt mal drauf gucken kann. Einfach mal warten, bis die Richtung halt nicht mehr stimmt, beziehungsweise bis das Sentiment halt eher in die andere Richtung ist und dann halt irgendwie Ausschau halten nach dem, wo man eigentlich hin will. Also heute sind wir, wie man hier sieht, wir sind leicht bullish und es nimmt auch weiter zu. Also das heißt leicht, 70% jetzt fast. Und kann natürlich jetzt sein, dass halt das Euwachs oder so nochmal ein bisschen anders aussieht, aber wesentlich sollte sich das alles nicht unterscheiden. So, und das heißt, das passt halt eben auch zum Bild. Das würde ich dann jetzt hier auch mal zeigen. So, Moment, ich muss das hier gerade mal auf dem anderen Bildschirm ein bisschen wegtun, damit ich da auch noch das sehe, was ich sonst noch gerne sehe. Also, wir sind hier. Auf der linken Seite bin ich im 5-Minuten-Chart und ich bin ein bisschen verschnupft. Es ist aber echt auch kalt draußen, ist echt übel. 5 Minuten unterwegs. Und ich habe auch mal gezeigt, was jetzt wahrscheinlich halt die meisten Retailer halt sehen. Das heißt, wir haben hier oben, also 5 Minuten ist es hier, beziehungsweise im Hintergrund eben auch noch die Stundenkerze. Und da sieht man, wir haben hier so ein Verlaufshoch. So, und das ist jetzt halt so.
Von der Charttechnik her heißt das ja da eher so, ja, long oben raus. So, jetzt funktioniert ja in den meisten Fällen laufen Ausbrüche ja genau andersrum. Beziehungsweise es würde mich arg wundern, wenn jetzt der DAX mal eben einfach da oben drüber rennt und einfach durchläuft. Wir haben hier das Vortageshoch und das wäre jetzt natürlich erstmal das erste Ziel. Das heißt, normalerweise, wenn ein Ausbruch kommt, also ich rechne schon damit, dass wir im Laufe des Tages da oben irgendwann auch durchlaufen werden, nur aber glaube ich nicht um 9 Uhr und auch vor allen Dingen nicht geradeaus eine Einbahnstraße, sondern da wäre halt eher typisch, dass wir mal kurz drüber gehen und dann wieder runter oder gar auch kurz übers Tageshoch und dann nochmal runter. Und das heißt also zumindest mal hier mal aufsetzen, nochmal drauf und drüber, aber auf die einzelnen Punkte gehe ich jetzt gleich noch ein. Ich zeige jetzt erst auch mal noch, warum ich auch der Meinung bin, dass wir hier eigentlich noch ein paar mehr Bullen auf den Plan kriegen sollten, warum da halt auch ein bisschen was passieren sollte generell, auch wenn es sicherlich nicht einfach laufen wird. Ich gehe mal hier in den Wochenchart, da sieht man es nämlich ein bisschen deutlicher. Und da ist auch eine dicke grüne Linie an der Stelle. Hier sieht man einfach, ich hatte es in dem NFP-Webinar letzte Woche auch schon gezeigt, hier sieht man einfach, dass mehrere Wochen wurde halt dieser Widerstand gehandelt. Ja, also da war es ja halt noch ein Widerstand. Das ging über einige Wochen hinweg. Das war halt vom Sommer bis Herbst. Und irgendwann ist es halt eben drüber ausgebrochen. Und mein üblicher Ansatz für diejenigen, die ja hier öfters dabei sind, wissen das ja, ich versuche halt immer genau solche Punkte zu finden, also Paritätsumkehr, Formationen zu erwischen. Das heißt, nichts anderes als das, was vorher Widerstand war, sollte dann irgendwann auch mal Support werden. Und wenn das nicht bestätigt wurde, so wie hier, das heißt, wir sind einfach drüber hinweggestiegen, und das sieht im Tageschart nicht anders aus. Und ein bisschen kleiner machen. Das sieht hier halt nicht anders aus. Sind einfach wirklich drüber gelaufen und es gab keinen Test mehr von oben. Und da dieser noch nicht stattgefunden hat, kommt er jetzt halt eben hier mit irgendwie 2 Jahren Verspätung das Ganze. Und infolgedessen sollte das eigentlich reagieren. Und das ist aber nicht nur der einzige Ansatz, das ist ja jetzt mal rein visuell, sondern kann man eben auch, glaube ich, psychologisch begründen, weil wenn halt hier, und was heißt wenn, also hier ist es ja definitiv so, dass da einige Händler oder auch größere Händler entsprechend halt hier viel Volumen aufgebracht haben, um dann letzten Endes halt wirklich den DAX nach oben zu befördern. Und wenn die hier investiert haben und hier ihre Levels haben, werden die es auch nicht so ohne weiteres aufgeben, sondern eher im Gegenteil, es wird dann so sein, dass hier erstmal auch wieder eine günstige Kaufgelegenheit ist, so günstig, wie sie eben schon lange nicht mehr war. Und eben durch die Tatsache, dass halt hier viel Volumen war und mal ausgehend davon, dass die nicht alle seither einen anderen Job haben, sondern immer noch mit der Börse zu tun haben. Das können jetzt Fonds sein, das können Vermögensverwalter sein, das kann alles Mögliche sein, was halt hier gehandelt hat. Und dann sollte das erstmal eine Gelegenheit darstellen, hier nochmal günstig einzukaufen. So, bis wohin der DAX dann aber läuft, steht natürlich auf einem ganz anderen Blatt. Das wird man halt sehen, aber durchaus kann es hier halt auch nochmal ordentlich hochgehen und vielleicht bis in die Hälfte als Beispiel vom ATH. Das heißt, dann stehen wir irgendwo nochmal in der Nähe von der 12.000. Also das ist denkbar. Das wird natürlich jetzt nicht irgendwie in wenigen Tagen passieren, sondern das wird halt dauern, zumal wir hier auch in dem roten Kasten, da haben wir halt einfach auch eine Range, die sich über einige Wochen gebildet hat. Und da wird es halt auch nicht einfach nochmal durchlaufen. Aber bis dahin, das ist schon recht wahrscheinlich. Und da sind wir auch erstmal wieder bei 11.000, beziehungsweise 11.033 ist, glaube ich, hier, oder vielleicht nicht ganz, muss mal gucken. Wo sind wir da? 11.043. Und das wäre halt mal so ein erstes Anlaufziel, was von hier unten auch erreichbar ist. Aber auch das natürlich nicht in einem Rutsch. Das heißt, ich glaube auch nicht, dass wir jetzt heute eine 400-Punkte-Kerze hier bekommen werden. Aber generell wäre das halt so das Ziel, wo es mal hingehen sollte. So, und ob das jetzt hier unten reicht, ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass wir da jetzt vorläufig erstmal kein neues Tief mehr sehen und wir da auch einen Ausbruch in irgendeiner Form kriegen sollten jetzt erstmal. Beziehungsweise wäre ja erstmal ein Ausbruchsversuch im Tageschart und dann muss man halt mal sehen, wie weit das halt wirklich läuft. Aber dass das halt versucht wird, da bin ich mir eigentlich relativ sicher, in Anführungszeichen. Sicher ist ja immer so ein
Bisschen verbotenes Wort. So, also das ist halt der Grund. Im Stundenchart sieht man es ähnlich. Da sind wir jetzt ein bisschen kurzfristiger unterwegs. Ich mache das hier mal ein bisschen größer. So, hier sieht man natürlich genauso die Ausbruchslinie. Ich kann das hier mal, wie gesagt, ich handle natürlich solche Ausbruchslinien nicht, zeichne sie aber gerne mal ein, um zu gucken, was die anderen denn so sehen könnten. Ja, da sind wir jetzt auch hier relativ genau schon mal dran gelaufen an den Punkt. Und weil im Lehrbuch steht, glaube ich, bei sowas, das geht long. So, ich würde jetzt aber halt mal generell versuchen, hier auch noch mal so ein paar Sachen als Indikation zu verwenden, wie wir denn dahin kommen oder wie es denn laufen könnte. Das ist natürlich jetzt so ein bisschen waghalsig, weil ich dann natürlich auch versuchen muss, so ein bisschen die Psychologie der Masse hier irgendwo mit einzubeziehen. Also generell gehe ich mal davon aus, Sentiment haben wir ja gerade gesehen, ist generell erstmal bullish. Das heißt, Interesse ist da, dass entsprechend Ausbruch nach oben stattfindet. So, das heißt, das wäre schon mal bestätigt. Und dann läuft es ja meistens so, dass wir halt erstmal einen Fehlausbruch nach unten, nach oben, dann noch einen nach unten und dann läuft es irgendwann. Das ist ja die übliche Reihenfolge, wie das Ganze stattfindet. So, und jetzt hier nochmal zurück auf den 5-Minuten-Chart. Da sehen wir halt, also A, einmal hier oben abgeprallt am Value Area High, also 70% des Volumens waren gestern hier oben zu Ende. Und das Value Area Low, das liegt bei 10.655. Das wiederum deckt sich auch relativ gut mit der hier. Das wäre nämlich so mein genereller Support, den ich auch gestern schon gesagt habe, wo ich meinte, so, solange wir da nicht irgendwie vernünftigen Stundenschluss drüber haben, geht es entsprechend auch nicht long. So, und dann ging es ja auch mal ein bisschen drunter, wurde aber zurückgekauft. Das heißt, das wäre natürlich entsprechend auch ein Punkt, der dann wiederum interessant wäre, weil hier sieht man ja einfach, ist einmal hier drunter und dann halt hier war halt eben Ende auch von der ersten Aufwärtsbewegung, wurde zurückgekauft. Und hier sieht man auch einen Widerstand, aber nicht bestätigt. Das heißt, wenn long, dann hier. Also zum Laufen lassen, ja. Also wo ich sage, okay, da könnte man es versuchen. Und wenn der halt entsprechend genutzt wird, der Support, dann könnte das von dort auch tatsächlich bis da oben hinlaufen. Und das würde sich, wie gesagt, hier decken mit dem Value Area Low, ja, die 10.655. Und das heißt, es ist ja nur 12 Punkte tiefer. Das könnte also passen. Und normalerweise ist es ohnehin so, dass wir hier, das ist jetzt erstmal unsere potenzielle Seitwärtsphase bis jetzt irgendwie, ich sag mal, Mittagszeit. Und in der Regel ist es ja auch so, solange wir da drin sind, beziehungsweise wenn das Value Area High nicht gekauft wird, dann sollten wir auch in der Regel einmal bis da runter. So, jetzt hoffen wir mal, dass es halt hier nicht genau andersrum kommt und sich hier die Ausnahme jetzt zeigt. Und nicht, dass wir tatsächlich doch dann direkt nach oben rauslaufen. Aber wie gesagt, würde mich sehr, sehr, sehr wundern. Kann natürlich trotzdem sein. Dann haben wir hier halt Pech gehabt. Dann sind wir da halt nicht dabei. Aber wie gesagt, die Regel ist es definitiv nicht. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt haben wir gleich 9 Uhr. Punkt 9 Uhr würde ich jetzt hier erstmal gar nichts machen, sondern erstmal abwarten, wie die erste Reaktion aussieht. Kann schon sein, dass die jetzt nach oben geht. Und dann würde ich tatsächlich eher versuchen, hier oberhalb, also entweder oberhalb dieser Ausbruchslinie oder sogar oberhalb vom gestrigen Tageshoch oder knapp darunter. Das müssen wir gleich mal sehen, wie sich der Markt da verhält. Dort dann halt tatsächlich eher Short dagegen zu halten. Und weil es natürlich halt auch jetzt nicht rein davon, dass ich sage, ein Ausbruch läuft ja meistens sowieso immer falsch rum, sondern weil es halt eben ja auch der Versuch wäre, hier aus volumentechnischer Sicht entsprechenden Trend nach oben abzubilden. Und das muss er natürlich erstmal schaffen, sich hier oben drüber etablieren. Und ob das gelingt, das werden wir mal sehen. So, hier geht es aber erstmal ein Stück runter. Und jetzt einfach mal ein bisschen zugucken, was da halt passiert. So, sollten wir jetzt relativ schnell da unten hinkommen, dann würde ich den tatsächlich auch hier direkt long machen. Das heißt also, hier in dem Bereich würde ich halt mal anfangen bei der 10.667. Und auch wenn der dann halt erstmal rausfliegt, würde ich halt aber auch hier unten drunter nochmal gucken, ob er da nicht halt reinkommt.
So, sehe ich hier eigentlich Fragen? Das alte Lied? Nein. Ich sehe keine Fragen, wie immer das Gleiche. Ist wahrscheinlich Sind aber irgend so noch ein. keine da. Also, okay. Wie hat noch keiner Guten Morgen gesagt auch? Das ist Doch, ja das unglaublich. schon. Du hast gesagt, Fragen. Fragen sind noch keine da. Achso. Aber das würde hier auch entstehen, wenn jemand was gesagt hätte. So, wer ist denn überhaupt da? Lass mich hier mal gucken. Das schaffe ich alles gar nicht zu lesen. Wir sind ja wieder dreistellig besucht hier, was natürlich sehr, sehr schön ist. Freut mich natürlich, dass so viele hier teilnehmen und auch ganz viele, die ich gar nicht kenne. Viele neue Namen auch. So, okay. Ich habe hier jetzt gerade mal nebenbei mal hier durchgescrollt und mal geguckt. Also, erstmal nur das übliche Geschiebe jetzt hier in den ersten 5 Minuten. Hier mal kurz auf dem Future Open aufgesetzt. Der übrigens, es ist, wer möchte, kann sich die neue Version auch schon runterladen. Mit dem, der DAX ist ja seit gestern, wird er ja anders gehandelt, also beziehungsweise zu anderen Zeiten. Das heißt, er fängt ja nachts schon um 1 Uhr an und nicht wie bisher um 8 Uhr, also der offizielle Future. Entsprechend sind da jetzt in der neuen Version auch die Markierungen, also solche Linien hier wie Future-Öffnung und so weiter, oder eben der Future-Schluss um 22:30 Uhr, das ist entsprechend alles schon aktualisiert und wird dann auch so dargestellt. Man kann das übrigens hier dann auch, wenn wir schon gerade da sind, hier auch selber einstellen. Das heißt, die Profildaten, das war vorher hier gesperrt, da konnte man nichts ändern. Und wenn jetzt halt das Symbol halt bekannt war, es ist ja hier bekannt. Und das heißt, hier sieht man nur Symboltyp im Hintergrund. Das kann man nach wie vor nicht ändern. Klar, weil es ist ja halt logisch, dass wir jetzt hier beim DE30 Mini als Beispiel im DAX Future, dass wir den hier eigentlich abgebildet haben. Was man aber ändern kann, sind die Profildaten. Das heißt, man kann halt hier selber einstellen, ob jetzt von 8 Uhr bis 22 Uhr oder halt eben von 1 Uhr bis 22:30 Uhr. Das wirkt sich halt insofern aus, dass sobald man halt zum Beispiel Tageshoch, Tagestief, Fibos und so weiter, also das alles hier in der Indikation hier unten einschaltet, dann werden dort jetzt halt die Zeiten entsprechend mit berücksichtigt. Und dann kann das dann halt schon mal anders aussehen. Ich habe jetzt hier auch, wie man sieht, im Hintergrund die Fibos mal an. Und weil es natürlich jetzt auch schon Reaktionspunkte sein könnten, die jetzt halt angelaufen werden. So, aber so die generelle Richtung stimmt jetzt erstmal, passend zum Sentiment. Also, das wundert jetzt erstmal nicht. Und das passt jetzt erstmal Hier insoweit. Aber kommt wie gesagt, direkt die hier Short. Frage, Bitte? Dirk, was du empfehlen würdest von der Uhrzeit. Ehrlich gesagt, ich kann da momentan nichts empfehlen, weil man muss sich das angucken, wie sich das halt entwickelt. Also ich meine, faktisch richtig ist natürlich 1 Uhr bis 22:30 Uhr, weil das sind nun mal die Handelszeiten. Aber was da jetzt an Volumen ist, das steht natürlich auf einem anderen Blatt. Das hat man gestern auch schön gesehen. Da war halt wie üblich um 21:59 Uhr war das Orderbuch plötzlich komplett leer und war halt einfach nichts mehr da. Ja, also das wird sich wohl halt jetzt im Laufe der Zeit irgendwann wird sich das natürlich etablieren. Und also aber wie gesagt, richtig ist natürlich dann schon eben 1 Uhr bis 22:30 Uhr. Also muss man halt wirklich einfach mal im Auge behalten. Das macht es natürlich jetzt für den DAX jetzt erstmal nicht einfacher, aber ich denke mal langfristig dann allerdings schon, weil halt eben man nicht mehr so das Problem hat. Also ich meine, vorher war es ja halt so, wenn man 24-Stunden-DAX hatte und hat dann irgendwelche Indikationen da verwendet, sei es jetzt Tageshoch, Tief oder wie auch immer, oder überhaupt Tageskerzen, und hat auf der anderen Seite den echten DAX, der dann aber nur von 8 Uhr bis 22 läuft, beziehungsweise den F-DAX. Und dann hat man da halt schon mal eine Abweichung jedes Mal gehabt. Hinzu kommt dann auch der Kassa-DAX, der nochmal andere Zeiten hat. Das heißt, man hat drei DAXe letzten Endes, wo man versuchen muss, irgendwie eine Indikation drauf abzubilden. Und das ist ja immer der Grund, warum ich sage, ich verwende überhaupt keine Indikatoren im DAX,
und schon gar nichts, was diagonal ist oder halt eben auch jetzt gleitende Durchschnitte, weil das halt alles überhaupt gar nicht stimmen kann, ja, weil wir halt einfach drei verschiedene Zeiten haben. Und wenn man da drei übliche SMAs nimmt, da kommt man da auf insgesamt 81 Möglichkeiten, wo ein gleitender Durchschnitt irgendwo sein könnte. Und das ist natürlich halt, da kann ich auch letzten Endes jeden Punkt auf einer Strecke von 100 Punkten im DAX, jeden Punkt eine Linie malen und irgendwo wird es dann schon reagieren und dann kann ich mir danach einbilden, das wäre das dann halt gewesen. Und das ist so ein bisschen natürlich jetzt ausgehebelt dadurch. Beziehungsweise das wird jetzt sicherlich eine Verbesserung erfahren, so dass wir da halt jetzt zumindest mal diese ganze Overnight-Geschichte dann halt mal weg haben und dass da halt einfach keine Rolle mehr spielt. So, jetzt gucken wir mal, ob wir hier irgendwie mit dem Markt irgendwas anfangen können. Mal hier ein bisschen größer, die 5-Minuten-Kerzen. Also ist einmal hier unten aufgesetzt auf dem S2. Ist übrigens auch in der neuen Version. Ich habe schon gesehen, die Natalia ist dabei, die hat da schon nachgefragt öfters mit den Stundenpivots. Die werden jetzt anders berechnet. Das heißt, vorher war das immer so das Problem, wenn man den Stundenpivots, das sind ja die hier, wenn man die eingeschaltet hat, dass die dann oftmals irgendwie verzögert oder halt eben gar nicht aktualisiert werden. Das liegt immer so ein bisschen daran oder lag so ein bisschen daran, nur um das zu erklären, dass halt sobald jetzt irgendwie eine neue Stunde da ist und das gerechnet werden muss, heißt das nicht, dass dann gleichzeitig schon die Stundenkerze irgendwie abrufbar ist. Und das war meistens, lagen da halt so ein paar Millisekunden dazwischen und dann hat man eben oft die Stunde davor gehabt, beziehungsweise einfach die falsche Indikation. Das ist jetzt neu gemacht und das ist jetzt auf jeden Fall so, dass mit dem ersten Tick der neuen Stunde wird jetzt entsprechend hier das Profil hier von dem Stundenpivot auch mit dem ersten Tick neu angezeigt. Das ist in der neuen Version dann übrigens auch so. Das sind so ein paar kleine Detailverbesserungen, die da halt nochmal dazugekommen sind. Unter anderem eben auch noch ein weiterer Trailing Stop der Priax Plus. Aber ich würde es jetzt hier nicht zu theoretisch halten. Wir haben ja auch, glaube ich, nochmal ein Helpdesk-Webinar, ne? Und dann kann man das ja alles Genau. nochmal im Detail machen. So, da versuchen wir hier jetzt erstmal in den DAX reinzukommen. So, was man jetzt hier versuchen könnte, gucken, was eine gute Idee ist. Und hier habe ich die 702 übrigens auch noch. Ja, sieht man ja halt auch, war halt auch nochmal Widerstand, beziehungsweise hier auch mal eine Stundenkerze drauf aufgesetzt. Wäre natürlich jetzt auch denkbar, dass wir einmal kurz drunter gehen und dann halt nochmal hoch. Aber hier unten ist auch noch ein Pivot, von daher auch leider nicht so ganz einfach, an der Stelle da jetzt einfach halt mal zu handeln, beziehungsweise mehr als irgendwie ein schneller Skype dürfte das dann halt ohnehin eher nicht werden, wenn überhaupt. Aber jetzt kommt er hier schon mit Motivation runter. Also wo man ohnehin, was ich finde, immer ein bisschen aufpassen muss oder was halt schon ein bisschen Aussagekraft hat, jetzt um 5 Minuten weniger als um 15 Minuten oder auf einer Stunde. Aber wenn man sowas halt sieht, wir haben jetzt hier die erste Kerze. Ja, egal, ob die jetzt halt irgendwie ein besonders tiefes Tief hat oder auch nicht. Und dann die zweite umschließt die erste Kerze vollständig. Ja, und das heißt, das hat immer schon so ein bisschen Aussagekraft. Das heißt, wir haben halt hier einen kleinen Fehlausbruch letzten Endes und hier nochmal an der Stelle. Und die, wie man es hier sieht, geht komplett drüber. Und das ist meistens schon ein bisschen stärkeres Indiz dafür, dass es jetzt hier möglicherweise noch ein Stück abwärts geht. Deswegen würde ich den hier auch jetzt gar nicht scalpen. Die ist mir ein bisschen zu heiß, die Kerze hier. Und hat auch nur noch jetzt irgendwie 10 Sekunden, um fertig zu werden. Das heißt, da wäre es eher plausibel, wenn dann nochmal ein Nachimpuls kommt und wir dann nochmal ein Stück tiefer gehen. Und umgekehrt, wenn die hier unten schließt und wir laufen nochmal hoch, dann wäre das halt eher eine Möglichkeit, hier oben irgendwo am Anfang von der Kerze einen Short zu platzieren. Und das könnte man mal versuchen. Wie gesagt, 5 Minuten hat natürlich nicht die gleiche Aussagekraft wie jetzt zum Beispiel 15 Minuten. Aber das sind halt genau solche kleinen Formationen, wo es nicht eben mal in die andere Richtung wieder umdreht. Hängen auch jetzt hier unterm S2, also das heißt Support 2 von der eine Stunde davor, also der Pivot Support 2 von der 8 Uhr Stundenkerze.
Und da sage ich halt generell halt auch immer, wenn die 5-Minuten-Kerze erstmal drunter geschlossen hat, ist es oft wirklich ein Indiz dafür, dass da halt ein bisschen Druck auch drauf ist und dass es halt auch nochmal eine Ecke tiefer geht. So, hätte jetzt hier zwar gereicht für irgendwie 3, 4 Punkte, aber ich halte das nicht für handelnswert an der Stelle. Also nicht für long. Sondern wie gesagt, wenn wir jetzt nochmal da hochlaufen, wäre das, glaube ich, eher eine Möglichkeit, sich hier short zu positionieren. Allerdings nur im Rücklauf, wo jetzt hier übrigens drauf aufgesetzt hat, sieht man ja auch wieder deutlich, das ist einfach nur der Point of Control von gestern. Das heißt also dort, wo gestern der meiste Umsatz gelaufen ist. So, jetzt wird nämlich hier natürlich auch als nächstes die 15-Minuten-Kerze fertig. Wird vielleicht der eine oder andere sagen, was macht ihr da mit den 5 Minuten, 15 Minuten, Stunde, was denn jetzt? Ich versuche halt immer, also 15 Minuten finde ich halt immer, ist ein ganz guter Impulsgeber, im DAO eigentlich besser noch als im DAX. Und das liegt einfach daran, wenn man weiß, wie zum Beispiel halt Positionen und Orders platziert werden, also jetzt gerade im Kassahandel. Es läuft nämlich einfach meistens total simpel. Also ich sag mal wenn jetzt zum Beispiel ein Händler jetzt einen Auftrag hat, also ganz oft ist es eben so, dass einem Händler gesagt wird, also er kriegt dann halt einen Job zum Beispiel von einem Fonds und dann heißt es, kaufen wir so und so viel 1000 Aktien davon und davon oder Verkauf oder wie auch immer. Und es geht ganz oft eben so, dass die einfach nur in einem zeitlichen Intervall stattfinden. Das kann dann 3 Minuten sein, 5 Minuten, was auch immer. Und deswegen ist halt die Stundenkerze erstmal so wichtig, ja, weil wir dort natürlich die meisten Intervalle dann halt aufeinandertreffend haben. Das heißt, also die kriegen letzten Endes dann gesagt, kauf irgendwie alle so und so viele Minuten, so und so viel Aktien als Beispiel. So, und deswegen spielt, finde ich, natürlich halt auch Zeit schon eine große Rolle. Und bei 15 Minuten ist es eben so, dass wir dort halt schon mal die ersten Intervalle haben, die aufeinandertreffen. Und deswegen ist es halt auch von der Indikation auch schon ein bisschen aussagekräftiger. Das heißt, es wäre dann halt für mich so der erste Ansatz, das erste Indiz. So, und hier sehen wir natürlich auch wenn wir jetzt hier jetzt erstmal im Kassa sind und davor im Future waren und die natürlich jetzt erstmal hier auch gegeneinander laufen, aber halt hier die Future-Eröffnung, also ist ja nicht mehr die Eröffnung, es war jetzt nur noch die Amateurstunde von 8 bis 9, die ist natürlich jetzt erstmal abwärts gerichtet und infolgedessen da auch schon mal das Tief von der ersten Stunde unterboten und es sollte eigentlich fortgesetzt werden. So, sollte, ja. Also immer natürlich mit Vorsicht zu genießen. So, hier haben wir jetzt ein bisschen Gegenreaktion. Und so, mal gucken, ob wir den hier im Impuls jetzt bekommen. Hier ist eine Frage, ob 2 CFDs 40% von deiner ganzen Position sind, oder? Ach so, ja, spielt jetzt hier nicht wirklich eine Rolle. Also ich würde hier maximal halt irgendwie mit 2 da halt reingehen. Also mit 2 Paketen A2. So, mal gucken. Jetzt haben wir den hier jetzt erstmal drin. An der Stelle, das war jetzt halt die Future-Eröffnung von 1 Uhr. Und dann gucken wir jetzt mal, ob wir den Impuls nach unten noch ein Stück fortgesetzt kriegen oder ob die jetzt tatsächlich zurückgekauft wird. So, das heißt, die 15-Minuten-Kerze ist jetzt fertig, ist dann entsprechend auch erstmal rot. So, das heißt, wir haben halt hier einfach von dieser Kerze, wo ich ja vorhin meinte, die hat schon so ein bisschen Aussagekraft. Die haben halt einfach eine Korrektur. Ich müsste jetzt hier Fibos anlegen, aber ich tippe mal, das ist irgendwie so ein Bereich eben von der 76, irgendwo so um den Dreh rum. Und das passt ja dann halt auch erstmal. Und das heißt, man sieht ja auch hier, wir haben hier eine Reaktion an der Stelle. Das heißt, die wird jetzt nicht ohne weiteres
zurückgekauft. Ja, also auch wenn es, wie gesagt, nur 5 Minuten ist, aber trotzdem so ein Gebilde, die eben die Kerze davor komplett umschließt, ist eigentlich halt relativ einfach zu handeln. So, man sieht ja auch hier auch, haben jetzt auch direkt mal Reaktionen, den können wir auch eigentlich absichern. Entweder gehen jetzt da unten durch oder versucht nochmal ein neues Hoch. Sind jetzt hier nur 5 Punkte, aber also bis jetzt natürlich. Aber die Wahrscheinlichkeit ist schon da. Sollte jetzt natürlich jetzt nicht hier unbedingt nochmal hochkommen. So, ich gehe mal auf 1 Minute, mal gucken, ob man da was erkennen kann. Hier sieht man die 5-Minuten-Kerze. Sieht man jetzt ja halt auch entsprechend hier davor, hat kein neues Hoch gemacht an der Stelle. Und wenn es dabei bleibt, also ich könnte den jetzt hier mitnehmen. Ich mache eigentlich immer so den Fehler bei den Live-Tradings, dass ich zu wenig mitnehme und immer schöne Einstiege habe. Das sind jetzt hier erstmal 8 Punkte. So, das Hoch hier brauchen wir eigentlich auch nicht unbedingt. Der S2 hat natürlich schon immer so ein bisschen Reaktionswirkung. Das heißt, kann passieren, dass wir hier nochmal hochlaufen, dann wären wir aber halt draußen. Aber ansonsten, und ich muss hier den Spread natürlich mit einbeziehen, darf der von mir aus natürlich auch hier gerne durchfallen. Wenn nichts, dann nichts. So, kommt immer mit. Hab's nicht getroffen. Aber was ich hier gerade noch sehe, Moment. Wir haben hier natürlich auch das Intraday Value Area Low, was er hier jetzt nochmal versucht zu kaufen. Also, ich das trotz erstmal raus. So, mal gucken, ob das hier hält. Und dann wäre halt hier auch nochmal der Übertrittsversuch, wäre eigentlich tatsächlich dann der nächste. Ne? Also, das heißt, also hier auch nochmal der Versuch, diese Kerze halt als Beispiel wegzunehmen. Das meinte ich. Ich nehme echt bei diesen Live-Tradings immer viel zu wenig mit. Ich zögere da immer viel zu lange rum. Das ist, weil ich mich halt hier auch immer, irgendwo dann halt in meinem eigenen Monolog hier dann verheddere. Also es wären ja halt irgendwie 8 Punkte wären es halt gewesen. So waren es dann jetzt 1,6. Naja. Aber das sind natürlich auch Scalping-Ansätze, wie ich es ja gerade gezeigt habe. Und wenn man jetzt halt wirklich nur Scalping machen will, wie das halt irgendwie der Heiko macht, der nimmt ja immer irgendwie nur so ein paar Pünktchen mit. Also Heiko Behrendt oder Thorsten Helbig ja genauso. Immer nur so ein paar Pip. Und dann hätte man hier natürlich eigentlich rausgemusst. Ich versuche aber halt hier jetzt nicht unbedingt immer nur so 5, 6 Punkte zu machen, sondern schon halt ein paar Strecken zu erwischen, die ein bisschen größer sind. Und deswegen bleibe ich da halt wohl auch immer eigentlich so ein bisschen zu lange drin. Also wenn es hier immer nur um Scalping gehen würde, dann wäre das eigentlich immer relativ erfolgsversprechend oder beziehungsweise sehr erfolgreich gewesen, auch in letzter Zeit, weil die Einstiege eigentlich immer alle sauber waren. So, und jetzt halt hier das, Moment, so was immer, das ist halt diese 5-Minuten-Kerze, die wir im Hintergrund sehen. Und wie man sieht, tut es sich da nicht so ganz leicht mit. Hier sind wir jetzt nochmal am Wibop. Und das heißt, wir haben noch 40 Sekunden. Mal gucken, wie er damit jetzt umgehen will. Eigentlich müsste das halt hier tatsächlich nochmal runter. Mal sehen. Aber jetzt nicht unbedingt ein Entry-Wert an der Stelle. So, die 15 Minuten kann ich immer nochmal zeigen. Beziehungsweise. Ich zeige es mal kurz hier. Ja, genau, ist eben. Hoppla. Hier das Gleiche. Also heißt lange 15 Minuten Kerze, versucht hier über die Eröffnung wegzukommen. Die hat noch 1 Minute, die 5 Minuten Kerze. So, das ist natürlich hier. Okay, ich versuche den mal nochmal. Bitte nicht nachmachen. Natürlich jetzt noch ein bisschen Zeit hin, hat noch 10 Minuten, um diese 15 Minuten Kerze fertig zu machen. Das heißt, so lange könnte es dann noch dauern, bis wir nochmal da runterkommen.
sollten aber eigentlich da unten hinlaufen. Das ist halt einfach nur ein simpler Price-Action-Ansatz. Also wie gesagt, hauptsächlich für Scalping große Strecken kann man jetzt daraus nicht ableiten aus so einer einzelnen 15-Minuten-Kerze, aber halt eben die nächste Reaktion, das halt schon. So, es hat, aber wie gesagt, das mit den Intervallen, ich finde, es lohnt sich halt zu beachten, weil was man jetzt hier auch sieht, ist jetzt halt, wir sind jetzt am Anfang von der 5-Minuten-Kerze. Die hat natürlich auch jetzt nochmal irgendwie 3 Minuten Zeit, beziehungsweise noch 3,5 Minuten Zeit, da fertig zu werden. Und das spielt schon alles zusammen, das Ganze. Also rein vom Timing her halt. Und deswegen ist das jetzt eigentlich zu früh. Also also für die 15-Minuten-Kerze ist das eigentlich zu früh, um diesen Trade einzugehen. Und selbst für die 5-Minuten-Kerze. Das heißt, wir können hier durchaus nochmal drüber laufen. Nichtsdestotrotz sollte die schon nochmal ein Stück weit tiefer kommen, früher oder später. So, der erste Ansatz hat ja gestimmt. Ich habe mich schon wieder verquatscht hier. Meine Güte, statt den einfach mal mitzunehmen hier mit ein paar Punkten, erklär es gerade noch, dass es eigentlich zu früh ist und dass man keine großen Strecken da halt irgendwie ableiten kann und gehe selber aber nicht raus. Aber wie gesagt, ist jetzt natürlich auch hier trotzdem mein Anspruch, mehr als irgendwie 5, 6 Punkte immer nur mitzunehmen. Wobei, wenn man ein Tagesziel hat von 20 Punkten, dann wäre ich jetzt hier schon fast fertig mit den, und wenn ich die mitgenommen hätte mit diesen beiden Trades, die ich da gerade gemacht habe. Weil das eine war, waren es dann ja beide, glaube ich, jetzt irgendwie 8 Punkte ins Plus gelaufen. Aber nichtsdestotrotz, das, was ich vorhin gesagt habe, noch ist das hier kein Kauflevel. Selbst wenn der jetzt hochgeht, das ist eher ein Fehlausbruchslevel nach wie vor. Das ist nicht tief genug. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ab hier schon genügend Interesse da ist, um jetzt zum Beispiel bis zum nächsten Punkt, das wäre bei mir die 11.860, die habe ich vorher noch gar nicht gezeigt, um von hier aus bis dorthin zu laufen. Und da glaube ich halt einfach nicht dran. Das ist noch alles viel zu teuer, beziehungsweise halt einfach nicht attraktiv genug, würde ich mal behaupten. So, und was er jetzt hier hat versucht, ich habe hier ein bisschen viel an Linienmaterial heute drin. Ich mache das Ding hier mal aus. So. Aber weil ich halt eben auch weiß, dass wir heute hier so ein bisschen an verschiedenen Punkten seitwärts zackern, deswegen habe ich hier mal so ein bisschen mehr eingezeichnet als sonst. Also wie gesagt, ich finde es halt, also als Fehlausbruchslevel, ja, wenn ihr hier hochlaufen sollte, von mir aus, aber nicht um irgendwie nachhaltig da wirklich was zu reißen. So, 1 Minute haben wir noch für die 5-Minuten-Kerze. Was man halt hier natürlich, was ja man ja halt auch sieht, ist, wir haben halt hier einfach einen Außenstab. Wie gesagt, nur auf 5 Minuten hat nichts die wahnsinnige Aussagekraft, aber auf 15 Minuten eben auch. Das ist ein Außenstab. Ganz klar. Und der sollte eigentlich nach unten auflösen. Oder zumindest mal wieder bis ganz unten hin laufen. Ja, so sieht man hier schön, wir haben ein tieferes Tief, einen tieferen Schlusskurs und das hier oben war der letzte Außenstab in Long. Der ist entsprechend auch von unten getestet worden, unterboten worden und wenn es jetzt nicht komplett seitwärts läuft, dann, wie gesagt, sollten wir eigentlich das Tief nochmal sehen und von dort wäre es dann auch nicht mehr so wahnsinnig weit bis zur 667. Also hat man natürlich noch ein paar Minuten, das hier. Genau das Problem, was ich ja halt gerade auch beschrieben habe. Das heißt, kann natürlich auch noch mal ein bisschen hochlaufen. Jo, und dann läuft es dann halt mal genau andersrum, ne? Okay. So, aber hier auch nichtsdestotrotz, wir sind immer noch, also eigentlich war das ein Fehler, hier rauszugehen. Wir sind nämlich immer noch im Außenstab hier drin. So, Point of Control wäre der passende Übertreibungspunkt eigentlich dafür.
Also hier oben der Intraday Point of Control. So, mal gucken, ob es jetzt Sinn macht, da dagegen zu halten. Erstmal glaube ich nicht. Das ist ein bisschen viel Motivation gerade dahinter. Ja, das ist halt, wenn man zu viel redet, ne? Genau, zweimal hintereinander. Aber glaube ich, hat man da trotzdem schön gesehen von der Reaktionsrichtung, dass das so weit gepasst hat. So, der versucht nämlich, und das sieht man jetzt hier eigentlich ganz schön, auf 15 Minuten den letzten Außenstab hier wieder zu überbieten. Und ob das gelingt, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Deswegen will ich jetzt hier erstmal warten, bis jetzt die 4 Minuten um sind, weil deswegen hängt er jetzt nämlich genau hier fest an der Stelle. Also das heißt, was heißt deswegen? Ist jetzt nicht irgendwie ein Gesetz der Börse, sondern es ist halt letzten Endes sind es Algorithmen, die da halt dahinter hängen und die eben auf genau solche Geschichten achten. Und so kann man halt immer sich relativ leicht, wenn man da ein bisschen Übung hat, dann auch erklären, worum es jetzt genau da hängt. Weil es natürlich dann letzten Endes auch Trigger sind, die genutzt werden. Also wenn der hier nicht drüber geht, wenn der hier nicht drüber schließt in 3 Minuten, dann gehen wir nochmal runter. Aber wie gesagt, jetzt hier blind Short dagegen zu halten, ich würde jetzt tatsächlich erstmal kurz abwarten. So, sind auch hier am Value Area High von heute. Ja, ist halt alles erstmal nur ein bisschen seitwärts gezerre hier an der Stelle. Hier wird gefragt, Dirk, ob du dir auch die Schwergewichte im DAX dir anguckst. So ein ähnlicher Ob ich mir Ansatz wie was Heiko. angucken? Die Ach so, nee. Schwergewichte. Nee, ja, ganz selten mache ich das mal, aber eigentlich nicht. Also mir ist es alles zu viel an Informationen. So, 28. So, steht jetzt über der Eröffnung. Das ist natürlich halt auch immer so ein Ding. Also in der im Casa Daily haben wir hier einfach jetzt gerade mal ganz kurz eine grüne Kerze. Und das hat immer so einen Punkt, der ist dann auch ein bisschen schwierig zu handeln, weil das halt natürlich dann halt so ein hart umkämpfter Bereich ist. Und so, mal gucken. Also wie gesagt, wenn der hier in dem Bereich schließt, sollte das eigentlich nicht ohne weiteres gelingen. Wobei, muss ich aber halt auch, obwohl die erste ist ja von, ja, die ist ja von 9 Uhr bis 9:15 Uhr. Passt schon. So, vielleicht auch ein bisschen zu lang gezögert hier an der Stelle. So, Ausbruchslevel. Gucken, schließt er drunter. Sieht erstmal danach aus, dass wir da halt nach unten auflösen. Wie erwartet. So, komm, ich mache den einfach nochmal rein und gut ist. So. Ja, das sieht man jetzt natürlich hier schon ein bisschen deutlicher. Das heißt, Außenstab, wir sind jetzt einfach hier nochmal entsprechend nach unten hat das Ganze reagiert. Ich mache jetzt hier aber mal 2 Positionen, nicht nur eine, falls er nochmal hochkommt. Und weil es natürlich jetzt hier alles auch extrem groß skaliert, das sind gerade mal 13 Punkte hier vom Stop.
So, bei S2, das ist halt echt immer ein Phänomen. So, dann hoffe ich mal, dass er den nicht gleich wieder ganz umdreht. Das wäre natürlich echt ein bisschen unnötig. Ich gebe dir mal ein bisschen mehr Luft hier noch. Aber eigentlich sollte das nicht passieren. Weil das hat eben der Grund, also finde ich eben halt für die Reaktion, wie gesagt, wegen dem Außenstab hier, den ersten, den wir haben. Und ein Außenstab wird eigentlich nie mal eben in die andere Richtung überrannt. Ich wollte es hier eben nur oben warten, habe ich aber zu lange gewartet, wohin wir kommen. Weil es hätte natürlich schon sein können, dass wir bis da oben hin mal laufen. Aber das hat er dann ja nicht gemacht. So, und das war natürlich hier, oh, ich fürchte echt, wir verheddern bzw. hängen uns jetzt hier fest in dem Bereich, weil das war halt gestern auch so die 702 eine Katastrophe. Also war dann letzten Endes noch ein sehr schöner Short-Einstieg, mit dem wir auch da irgendwie 100 Punkte in der Gruppe da mitgenommen haben. Ab da. Aber hat halt auch echt drei Anläufe gebraucht. Das ist halt manchmal so. Da ging erstmal auch zwei daneben, irgendwie 23 Punkte minus. Und dann halt kam aber letzten Endes dann der Entry und der ist dann 120 Punkte weit gelaufen. Und 93,5 insgesamt davon konnte man da, beziehungsweise haben wir da mal halt auch mitgenommen. Das war halt gestern auch so ein Level, was genauso tricky war. Aber nichtsdestotrotz, bei dem Gebilde hier, es sollte, wie gesagt, wenn es jetzt hier nicht komplett chaotisch läuft, eigentlich schon ein Stück weiter nach unten auch auflösen. Also das sind natürlich, ich sag mal, wenn es jetzt hier tatsächlich nochmal hochgeht, das sind dann wirklich die Ausnahmen von der Regel. Und das ist dann natürlich, ja, ganz klar halt einfach dann auch Indiz für seitwärts. Es gibt's ja. Kann passieren, da spielen alle Kerzenformationen keine Rolle mehr. Und dann hat man dann irgendwann nur noch eine Range. Und dann heißt es dann unten long, oben short und sonst eben nichts mehr. Sind wir natürlich hier am unteren Ende short, deswegen würde ich sowas halt auch zum Beispiel nicht mit einer ganzen Position, sondern dann halt nur mit Teilpositionen dann entsprechend auch machen, weil ich einfach nicht weiß, laufen wir jetzt nochmal bis dahin, laufen wir bis dahin, keine Ahnung. Da kann ich ja halt auch nur raten an der Stelle. Ich sage nur, eigentlich in der Regel sollte das nach unten auflösen, nicht nach oben. Und die Reaktion war ja da, wäre es natürlich jetzt klüger gewesen, da oben halt reinzugehen. Aber ist halt leider auch nicht immer ganz einfach, hier gleichzeitig alles zu erklären und dann noch klar zu denken im Sinne des Trades. Ich warte jetzt hier aber trotzdem mal noch kurz. Schnapp mit dir nicht blind. So, alle eingeschlafen oder? Ja, ne? Ich bin auch Überhaupt kurz nicht. hinüber. Bitte? Überhaupt nicht. Hier wird auch fleißig Fragen gestellt, aber ich versuche das alles so gut wie möglich abzufangen, damit du dich da konzentrieren kannst. Ja, nee, aber ich kann ja hier momentan nichts tun, außer warten. Und das ist ja halt, ich meine, unübersehbar, zäh ohne Ende wieder. Also das heißt, wenn du irgendwelche Fragen da hast, ich kann gerne zwischendurch natürlich auch was beantworten. Aber das kann hier jetzt einfach echt sein, ne, dass jetzt hier noch irgendwie 25 Minuten rummacht und dann halt um 10 Uhr dann halt in irgendeine Richtung das Ganze auflöst. Das weiß ich natürlich nicht. Das weiß ich natürlich nicht. Genauso gut kann es sein, dass er jetzt halt hier, das ist halt das Problem hier, weil wir echt Tendenz jetzt gerade schon in Richtung seitwärts haben, weil er einfach nicht meine Bewegung hier halt hier fortsetzt.
Wäre natürlich ein bisschen schade, aber dann kann ich es nicht ändern. Weil das sieht es ja auch an der Range. Das ist ja nichts, was wir hier heute wieder haben. Irgendwie 30 Punkte oder ein bisschen mehr als 30 Punkte gerade mal. Wo wir sonst auch schon mal die eine oder andere Öffnung hatten, wo dann halt über 100 Punkte gelaufen ist. Aber 30, das ist halt echt so nichts. Und man sieht ja auch, es tut sich ja auch nichts. Also wird mal ein bisschen gekauft, mal ein bisschen verkauft. Gab mal kurz einen Fehlausbruch und das war's dann. Und in irgendeine Richtung wird aber halt schon müssen, früher oder später. Hier ist eine Ja. Frage, und zwar, guten Morgen Dirk, welchen Abstand wählst du in der Regel für die Market If Touch im DAX? Danke und Gruß, Thomas. Also ein Punkt einfach nur. Also die Limit Pullback Order ist ja wahrscheinlich gemeint, ne? Ja, denke ich auch. Ja. Ja, das ist einfach nur ein Punkt. Das reicht normalerweise auch im DAX. Also im DAO sind es dann halt eher mal zwei. Macht dann da halt Sinn, aber im DAX eigentlich nicht. So, haben wir jetzt hier irgendwie, kann da mal einer in Frankfurt anrufen, dass da vielleicht mal einer irgendwie sagt, dass die Börse eigentlich auf hat. Das steht. Das gibt's doch überhaupt nicht. Oh Mann. Eine kurze Bewegung, das war's dann jetzt. Das kann echt nicht wahr sein. So, ich rechne schon fast damit, dass wir jetzt hier nochmal die Kassamarke sehen oder gar nochmal halt hier das Value Area High. Meine Güte. Aber es ist natürlich generell auch so ein bisschen die Herausforderung, wenn man in der ersten Stunde, wo man noch kein klares Bild hat, versucht oder da halt natürlich was handeln will, wenn kein anderer einfach scheinbar was handelt, außer wir hier. Das ist ja unglaublich. Also wir haben ja hier die Kerzen, die sind ja nicht mal einen Punkt lang. Also die Minutenkerzen von der Öffnung Also ein bis. Teilnehmer hat in Frankfurt angerufen und Frankfurt sagt derzeit vorgezogene Mittagspause. Ja, das scheint mir tatsächlich so. Das ist ja wirklich heftig hier. So, können wir vielleicht noch ein paar Anekdoten halt irgendwie einschieben? Ja, das gibt's doch gar nicht, ja, aber okay. So ist halt manchmal. So, jetzt gucken wir einfach mal halt, ich schätze mal, 7 Minuten dauert der Spuk hier jetzt auch noch. Ja, weil halt, es hat ja zumindest hat sich ja gezeigt, dass die 15-Minuten-Kerze hier, dass die schon eine gewisse Relevanz hat. Daher halt auch die Reaktion, die war auch zu der fertigen Kerze halt hin, war ja auch der Impuls da, von daher war das ja auch erstmal richtig. Aber wie gesagt, kann jetzt halt einfach sein, dass wenn jetzt 15 Minuten der Takt ist, wo jetzt heute die meisten Positionen und Orders zusammenkommen, dass wir hier halt einfach jetzt nochmal 6 Minuten warten müssen, bis sich dann halt irgendwas tut in irgendeine Richtung. Also wie gesagt, von mir aus. Ich bin ja immer noch dafür, dass wir hier unten irgendwo landen. Im ersten Anlauf. Und das kann er von mir aus auch gerne machen, mal in einem Rutsch. So mit einer langen Kerze, das wäre doch mal. Aber ich traue mich auch hier gar nicht, jetzt irgendwie die Position zu vergrößern, ja. Weil es halt, das ist mir viel zu viel Geschiebe an der Stelle noch. Deswegen wäre es eigentlich fast lieber. Der läuft nochmal ganz kurz hier hoch, holt da nochmal ab und geht dann runter. Dann haben wir zumindest hier ein bisschen was drin. Und wenn es dann auch nicht läuft, dann machen wir heute einen Haken dran. Dann bringt es halt nichts. Aber da ist halt weder Kaufdruck noch Verkaufsdruck. Das ist halt tatsächlich irgendwie gerade nichts. Ist ja zwischendurch, kann ich ja wenigstens mal am Kaffee schlürfen. Also, ich bin nach wie vor, wenn jemand Fragen hat, nach wie vor da. Ich kann halt leider nichts tun. Ne? Ich meine, er bewegt sich halt nicht. Was soll ich machen? Aber da sollte schon noch irgendwann was. Haben wir nicht heute irgendwie sogar Volatilitätswarnung wegen der Brexit-Geschichte? Ist das nicht heute? Ist ja abgesagt worden Ja, oder okay. verschoben. Ich habe das gar nicht so wirklich auf dem Schirm. Im
May kommt heute, glaube ich, sogar nach Deutschland, um mit Frau Merkel zu sprechen. Ach, schön. Herrlich. Kaffeekränzchen. Nee, Teekränzchen, ja dann. So. So, neue 5-Minuten-Kerze. Aber auch hier Kontext nach wie vor Short. Auch die 5-Minuten-Kerze hat hier gehalten. Sieht man ja auch eigentlich ganz nett. Aber das Problem ist halt hier echt der S2. Ne? Das ist halt wirklich, also das ist ein Phänomen. Im DAX hat der immer oder fast immer reagiert es dort und geht fast nicht drüber. Das ist halt schon. Ist dann natürlich, wenn man Short ist, anstrengend. So, wir können ja abstimmen, ob wir jetzt hier noch eine Position reingeben oder nicht. So. Aber ich mache es andersrum. Ich warte lieber, bis der hier durch ist. Also wenn er jetzt hier durchgehen sollte und wenn wir dann nochmal einen Rücklauf kriegen und dass ich den dann halt lieber nochmal shorte, als jetzt hier irgendwie direkt reinzuspringen, weil dafür ist mir das alles hier viel zu wackelig. Dafür ist das echt zu wackelig. Wie sind denn die Teilnehmer so positioniert? Wir können ja mal eine Umfrage machen, wenn wir hier schon. Es geht doch, oder hier mit GoToWebinar, ne? Das geht, muss ich nur mal schauen. Tatsächlich habe ich es noch nie gemacht. Umfrage, nee, Mich das. natürlich auch mal interessieren. Wobei das jetzt natürlich kein Sentiment sein soll, weil mein Anspruch ist es ja natürlich immer, so ein bisschen von falschen Entscheidungen halt abzuhalten. Und deswegen, wenn ich sage Sentiment, auch wenn ich das Wort in der Gruppe verwende, wenn ich sage irgendwie die Masse oder das Sentiment, das sind natürlich nicht die Teilnehmer gemeint, also weder in der Gruppe noch natürlich hier, sondern hier geht es ja darum, die Sache halt ein bisschen anders zu beleuchten, als es üblicherweise ja halt wirklich die breite Masse halt tut und auch ein bisschen anders anzugehen. Also der Umfrage müsste ich tatsächlich erst vorher einstellen, aber ich kann ja sagen, was jetzt in den Chat reingekommen ist. Ja. Und zwar Long, Flat, warte auf klare Signale. Short im DAO. Deswegen auch hier danach die Frage, ob du vielleicht was zum DAO sagen könntest. Dann Long, Flat, Short. Long und Short, Flat. Also alles dabei. Super. Long and short ist flat. Also Short zum unter DAO. der 10.700. Short, also. Ja. Ja, und zum DAO wird was Okay. gesagt. Also wie gesagt, ne, ich habe es ja gesagt, von der größeren Richtung bin ich schon für Long, aber wie man ja sieht, das funktioniert halt so nicht. Ne? Also klar, es gibt immer Ausnahmen, das habe ich ja vorhin auch gesagt, aber in der Regel läuft es so eben nicht. Und deswegen ist halt immer mit solchen Formationen, wie man sie ja wirklich zuhauf in Lehrbüchern findet, immer mit Vorsicht zu genießen. Das sieht halt in der Vergangenheit betrachtet immer alles ganz schick aus. Aber in der Vergangenheit oder im Nachhinein was zu erklären, ist ja auch wirklich nicht besonders schwer. Nur es dann eben live umzusetzen, ist eine ganz andere Nummer. So, aber jetzt bringen wir hier mal die Geduld auf und lassen den jetzt mal machen hier an der Stelle, wenn wir mit dem Ding schon drin sind und der erste ja gerade vorhin unnötigerweise ein paar Punkte gekostet hat, aber passt schon. Dafür macht er das jetzt, der liebe DAX, macht jetzt hier ein schönes neues Tief und rennt erstmal da runter. So, 15 Minuten. So, jetzt haben wir natürlich hier ein ganz anderes Problem. Also im DAO zum Beispiel, wenn ich jetzt im DAO dieses Bild hätte, würde ich sagen, Vorsicht, weil das sieht so offensichtlich short hier aus. Ja, diese ganze Bewegung. Da macht der DAO auch gerne mal das Gegenteil. Beim DAX kann man das nicht so wirklich gut einschätzen, aber ich meine, die Tendenz sieht ja mittlerweile wirklich ein Blinder, die wir hier haben, auf 15 Minuten.
Also hier einfach nur abfallende Tiefs inklusive Fehlausbruch an der Stelle. Deswegen halte jetzt lieber erstmal kurz dran fest. Gucken jetzt mal hier. An der Stelle haben wir das Intraday Value Area Low. Da wird es sich jetzt versuchen, drunter zu hangeln. Und dann, wie gesagt, würde ich eher dann gucken, dass wir halt eine Bestätigung von unten, die nochmal handeln können, wenn jetzt die 5-Minuten-Kerze jetzt mal abgeschlossen ist. Weil der sollte jetzt schon halt hier dann auch entsprechend mit bisschen Wumms dann auch durchgehen. Zumal wir jetzt hier halt auch den Point of Control von gestern haben. Das heißt, hier ist gestern viel an Kontrakten gedreht worden. Und da sollte auch noch mal ein bisschen mehr gedreht werden eigentlich an der Stelle. So, dann haben wir hier unten noch den Pivot. Da kann es dann auch sein, dass da viele irgendwie long drauf springen. Würde ich nicht handeln, weil es halt einfach, weil der hängt so um nichts, also aus meiner Sicht hier an der Stelle. Sondern wird dann eher tatsächlich, wie ich es ja die ganze Zeit vorhabe, eine Etage tiefer. Da haben wir halt auch hier passenderweise noch irgendwie 50% Korrektur, beziehungsweise 50% von gestern wäre da halt auch noch. Und sogar noch ein Stück drunter und entsprechend hier das Value Area Low. So, deswegen muss man das hier halt auch skalieren, weil der muss jetzt nicht unbedingt bis ganz da unten hinlaufen, kann aber natürlich. Und deswegen muss der auch jetzt nicht da punktgenau an der Linie, also an dem, was ich als Support gezeigt habe, da halt auch reagieren. Sondern kann natürlich da drunter und kann auch sein, dass man den dann auch irgendwie zwei, dreimal einfangen muss. Können natürlich auch sagen, okay, lass den hier liegen und mach hier unten darunter einfach nochmal die nächste. Mach den Stop groß genug und dann ist gut. Kann man vielleicht auch so machen. Also hier ist auch übrigens hier ist auch das Reverse aktiviert. Das heißt, wenn wir da runterlaufen, würde auch die Short-Position, sofern die bis dahin noch da ist, dann natürlich auch gedreht werden. Und aber wie gesagt, dazu muss er sich aber auch mal da runter bewegen. Das scheint heute wirklich schwierig zu sein. Ja, aber hier sieht man schön, das ist halt so offensichtlich Short, ne? Also das ist halt eigentlich schon wieder fast eine Einladung für Long, also zumindest mal für ein paar Punkte hoch. Und wir haben halt hier das Value Area Low. Das heißt, schick wäre jetzt eigentlich, wenn er hier nochmal kurz hochkommt, nochmal hier sogar drüber, über die Eröffnung von der 15-Minuten-Kerze und dann runter. Das wäre eigentlich nett. Da will man hier nochmal kurz ins Minus laufen, das macht aber nichts. Der Johann fragt 667 mit Grid Order. Ich meine, ich kann ja hier keine Empfehlungen abgeben, ne? Aber ich würde es ja hier ohnehin ähnlich machen. Also ich kann immer von dem sagen, wie ich das halt mache oder hier halt auch zeigen, wie ich es mache. Ja, also ich spricht jetzt irgendwie nicht viel dagegen, wenn man für sich selbst die Entscheidung getroffen hat, dass der DAX da lang gehen soll und nicht, weil ich der Meinung bin. Deswegen, also wie gesagt, mit Empfehlungen immer ganz vorsichtig. Weil es darf dann natürlich nachher nicht heißen, ja, ey, der Hilger hat doch gesagt. Und es war dann voll teuer, hat nicht funktioniert. Ich habe ja auch keine Glaskugel. So, jetzt haben wir hier auch noch die 61% vom Vortag. Ist natürlich auch so ein Retailer-Punkt. Also, vielleicht dazu auch mal, weil ich sage ja halt immer Retailer und das klingt immer so ein bisschen, vielleicht überheblich, das ist natürlich überhaupt gar nicht so gemeint, sondern es geht immer nur darum, wie schätzt man das ein, weil manchmal funktionieren solche Sachen ja auch. Und mir ist eigentlich aufgefallen im Laufe der ganzen Zeit, dass solche Geschichten wie das Fibos oder so genau halten oder halt auch diagonale Trendlinien und so weiter im Kurzfristbereich, es funktioniert eigentlich so lange, wie kein Volumen im Markt ist. Das heißt, da haben wir dann tatsächlich so eine selbsterfüllte Prophezeiung, dass halt dann wirklich nur
Bei schlappem Volumen reicht es dann halt eben aus, wenn dann halt kleine Positionen reinkommen und wenn die gehandelt werden. Und logischerweise haben wir dann da halt so ein bisschen selbsterfüllende Prophezeiung. Wenn aber Volumen im Markt ist, das heißt also, wenn halt große Händler auf den Plan kommen, funktioniert das alles nicht. Und ich versuche natürlich immer halt die Sachen zu erwischen, wo halt Volumen kommt, wo ich halt der Meinung bin, das ist halt interessant jetzt entsprechend für Händler, die ein paar Positionen mehr drehen. Und deswegen achte ich auf sowas auch nicht. Also ich habe es jetzt natürlich hier eingeblendet, weil das wäre jetzt halt, ja, also rein aus FIBO-Sicht der Klassiker, wenn jetzt halt hier reagiert und hoch. Und deswegen habe ich das angezeigt. Und genauso deswegen habe ich auch hier oben die Linie, einfach nur um zu sehen, was machen halt oder was machen die Marktteilnehmer, die da halt klassisch rangehen. Aber ich handle das nicht. Also das nur vielleicht fürs Verständnis. Und das hat eben auch der Grund. Also weil ich halt eben lieber dem großen Volumen versuche zu folgen, als irgendwie dem Kleinkram. Wir gleich mal gucken. Also wisst jetzt auch nicht, warum das halt hier halten sollte an der Stelle. Und Pivot wäre jetzt halt das nächste. Da werden wir auch wahrscheinlich ein bisschen Reaktion kriegen, sollte aber eigentlich nicht halten. Also nur weil da halt ein Pivot ist. Das Einzige, wo wir jetzt hier gucken müssen, ist, wir haben natürlich hier schon so einige Supports. Jetzt von letzter Nacht. Das muss man jetzt tatsächlich ja halt irgendwie neuerdings berücksichtigen. Normalerweise hätte ich gesagt, das war der Mond-DAX. Da gab es gar keinen DAX, aber den gab es ja jetzt tatsächlich da. So, mal gucken, in dem Bereich. Und da haben wir hier 3:30 Uhr schon eine deutliche Aufwärtsbewegung hier auf 15 Minuten. Ist unübersehbar. Und auch wurde zwar wieder zurückverkauft, aber hat gehalten. Von daher, also das wäre dann halt eher der Grund, warum ich sage, ja, Vorsicht, aber jetzt nicht, weil jetzt hier die 61er FIBO ist. Zumal sie ja auch schon, und das wäre dann wiederum der andere Ansatz, sie hat gehalten, ja, aber warum? Oder beziehungsweise, was hat es gebracht? Noch nicht mal ein neues Hoch. So, und wenn so ein Support dann eben da ist, und dann ist es halt eigentlich ein Käse, da groß drauf zu setzen, weil die hat im ersten Anlauf kein neues Hoch. Erzeugt der Support, warum soll es dann im zweiten Anlauf machen? Und dann wäre halt hier auch folgerichtig eigentlich, dass wir da einmal drunter gehen, weil das war scheinbar noch nicht günstig genug. War natürlich jetzt nur der Future-Handel, klar, war Kassa jetzt nicht dabei. Aber wenn man das mal nur auf den Future bezieht, kann man hier eigentlich, finde ich, ein bisschen größer, kann man hier eigentlich sagen, okay, hier sieht man es ja auch deutlich, ja. So, da, zack. Und dann halt hier drauf kein neues Hoch. So, warum soll es denn jetzt von hier aus ein neues Hoch geben? Und auch rein von der Wellenstruktur wäre es ja dann auch so, hier kein neues Hoch, tief, tieferes Hoch, tieferes Tief. So, das würde halt auch dazu passen. So, jetzt muss der DAX nur noch mitspielen hier. Ein bisschen mehr Bewegung noch. An den Start bringen. Aber wie gesagt, wir halten das jetzt mal, ich sage ganz schön oft, wie gesagt, ne, fällt mir selber auf, ich habe das noch gar nicht gesagt. Ich würde halt nur gerne halt hier ein bisschen die 10 Uhr auf jeden Fall noch abwarten. Die Geduld jetzt schon hier gerne noch bringen, beziehungsweise haben. So, und auf in der Stunde sieht man es ja auch ein bisschen deutlicher dann nochmal, was da passiert. Und das ist jetzt auch kein Punkt, also ich glaube nicht, dass hier bei so einer Kerze, auch wenn die jetzt nicht fertig ist, aber die hat nur noch 5 Minuten, eigentlich ist das nicht wirklich eine Einladung für Long. Also, Heiko hat jetzt auch in dem Chat geschrieben, erstmal guten Morgen Heiko, und er sagt, dass das Volumen ist so gering mit einem Kontrakt pro 1 Minute Kerze. Also sehr, kann man sehr vernachlässigen. Ja, okay. Ja, das könnte jetzt dann natürlich dann tatsächlich dazu führen, dass halt hier, dass wir hier ein bisschen mehr Reaktionen kriegen. Wenn halt einfach keine großen Marktteilnehmer da sind, dann ist es halt ziemlich ein aussichtsloses Unterfangen.
Jetzt haben wir hier aber auch kein schönes Bild, ne? Also normalerweise würde ich sagen, wenn wir hier jetzt eine Range gehabt hätten, wo wir hier Support hatten, dann, weil ich ja vorhin meinte, ich würde dann hier erst noch eher im Rücklauf nochmal Short gehen, aber mir fehlt halt einfach hier so ein bisschen das klare Bild. Also, ne, weil wir hatten hier nicht wirklich, wir hatten hier einen Support, um jetzt halt hier das als Range zu identifizieren, bräuchte ich halt hier eigentlich mindestens zwei oder besser drei, also mehrfach drauf aufgesetzt. Und wenn man dann drunter geht und dann nochmal hinläuft, dann ist es halt wesentlich einfacher, da nochmal Short aufzubauen. So kann es jetzt tatsächlich sein, dass der jetzt versucht, hier nochmal an der 701 zu schließen und dann nochmal bis da hochläuft und dann nochmal halt hier runter und sich dann erst die Range ausbildet. Aber bis wir das dann halt haben, dann ist halt echt 12 Uhr. Und so viel Zeit haben wir hier nicht. Ich meine, die haben wir schon, aber ich glaube, da haben wir dann auch Besseres zu tun, als sich das jetzt irgendwie noch 2 Stunden lang anzugucken. Halla, die Waldfee, das ist echt. Ja. Aber trotzdem, ich lasse den jetzt mal drin, ja. So, wer den auch gemacht hat, hat hier jetzt irgendwie 11 Punkte verdient. Muss sich jeder selber überlegen, ob er den ich vielleicht lieber mitnimmt. Und genau wie den da vorher auch, da habe ich halt ein bisschen zu lang geschwafelt. Und weil ich weiß jetzt nicht, ob wir jetzt tatsächlich hier noch irgendwie die nächsten 3 Minuten hier noch eine vernünftige Fortsetzung kriegen oder nicht. Und 11 Punkte, 12 Punkte sind 12 Punkte. Ich will trotzdem halt, ich guck, mache das jetzt natürlich auch, halte es jetzt hier die nächsten Stunden so ein bisschen bei. Ich würde schon versuchen, halt, auch wenn ich mich hier dafür einskalieren muss, aber halt bis da runter zu kommen und dann da unten entsprechend dann halt auch Long einzusammeln. Wobei man natürlich hier auch jetzt so ein bisschen drauf achten muss. Also wenn man sich einfach mal Chartbilder anguckt in der Vergangenheit, es ist wirklich ganz, ganz selten so, dass man zum Beispiel wie jetzt hier so einen kleinen Fehlausbruch hat und dann eine lange schwarze oder rote Stundenkerze, dass dann direkt danach die nächste grüne kommt. Das ist extrem selten. Meistens ist ja dann so, dass es halt bevor es dann dreht, ja auch erstmal ein Stück seitwärts geht. Deswegen, da darf man jetzt anderen auch keine Wunder erwarten, dass jetzt irgendwie dann um 12 Uhr das Ding dann bei 11.800 irgendwas steht, Entschuldigung, 10.800 irgendwas, sondern da muss man halt tatsächlich dann auch Geduld mitbringen. Also das halt vielleicht auch mal nochmal als Hinweis zusätzlich. Deswegen, das hier sollte, deswegen, wenn das jetzt so endet und nicht jetzt hier ruckartig irgendwie 20 Punkte nach oben geht, jetzt in 2 Minuten, dann kann das hier, oder das wird nicht nach oben auflösen, auch hier nicht im ersten Rutsch. Es kann aber trotzdem sein, dass wir hier nochmal an die Eröffnung laufen, ja, wo wir jetzt hier die ganze Zeit ja auch waren, da liegt ja auch noch ein Short. Und dann nochmal halt hier irgendwie knapp drüber vielleicht und dann halt nochmal runter. Das heißt, hier kann sich jetzt wirklich leider Gottes dann halt seitwärts ausbilden für ein paar Stunden. Und wie wird seitwärts aufgelöst? Das kann man sich halt auch zuhauf in der Vergangenheit angucken. Es geht immer erst ein paar Mal rauf und runter seitwärts, dann gibt es einen Fehlausbruch in die eine und dann einen Ausbruch in die andere Richtung. Oder wenn es ganz schlimm kommt, hat man erstmal 2 Fehlausbrüche, bevor der dritte dann halt läuft. Und das sollte man immer im Hinterkopf behalten, weil, und das glaube ich, kann der Heiko auch ganz gut bestätigen, dass halt, wenn man eine Range hat, den Ausbruch aus der Range zu handeln, ist das teuerste. Und nicht die beste Idee, sondern eher dann die Range handeln und dann lieber gegen den Ausbruch aus der Range oder zumindest aus den ersten, als halt irgendwie ständig versuchen, aus der Range auszubrechen. Kannst du dem Heiko auch gerne das Mikro geben, der kann auch gerne was sagen. Wenn er möchte, Ja, sagen der wir hat eh kurz nichts zu tun, Bescheid. der sitzt doch eh nur rum. Dann mache Möchte ich das doch er? mal. Bis jetzt hat er noch nichts Rechtes gesagt. Wahrscheinlich ist der gar nicht da. Der hat sich nur eingeloggt, damit er sagen kann, ey, ich war doch da. Heiko, bist du da? Also theoretisch und praktisch könnt ihr jetzt was sagen. Ja, dann Macher, was soll er? Also ich denke mal, die Teilnehmer hier wissen, wer Heiko Behrendt ist. Falls nicht, Heiko Behrendt ist Profi-Skyper.
seit ungefähr oder seit fast 20 Jahren mit dabei, hat auch lange Zeit eine eigene Premium-Gruppe gehabt bei Godmode, macht auch regelmäßig live Trading-Webinare, hat aber ein bisschen anderen oder deutlich anderen Ansatz eigentlich als ich, ist halt eigentlich spezialisiert auf Ranges, soweit ich das halt immer sehe. Und handelt dann halt einfach gerne die Range, aber wie gesagt, macht halt nur Scalping und ist hier auch mit dem Stereo Trader seit jetzt knapp einem Jahr unterwegs und trägt da auch regelmäßig seinen Input dazu bei, was man an Funktionen verbessern und verändern kann. Ist er da? Muss ich jetzt kommen? Ich mache gerade Ja, du musst Abwasch. kommen. Ich höre dich aber fast nicht, du bist ganz leise. Er ist schüchtern. Ja, ich war gerade weit weg. Moin, Ich habe Heiko. schön meine Boxen aufgedreht und habe ihr schön Dirk gelauscht. Ja. Und Moin, jetzt moin. klickt ihr mich ja einfach rein. Ja. Ja, der ist selber schuld, wenn du hier dabei bist. Ich schalte mich hier nie wieder ein. Nee, Quatsch. Also, ja, der Dirk hat eigentlich alles richtig gesagt. Ich hatte auch in der Gruppe heute meinen Ausblick reingestellt und ja, wir sind genau dort in diesem Bereich jetzt da, wo der Markt so rumhampelt, wo er sich entscheiden muss. Meines Erachtens nach, so ein bisschen ist auch das Tagestief vom Donnerstag, wo wir jetzt da so rumeiern, der Point of Control von gestern, Value Area Low von gestern. Hier im Stereo Trader ist er ein bisschen tiefer, bei mir im Volume Profile ist er ein bisschen höher. Aber ansonsten, ja, durchaus würde ich es genauso machen, wie der Dirk das heute auch gemacht hat. Was im Orderbuch so ein bisschen auffällt, ist, dass man jetzt hier in dem Bereich um 10.698 wirklich einen ziemlich aktiven Verkäufer haben. Der hat schon ein bisschen Size reingestellt. Also, denk mal so um die 100, 150 Kontrakte hat er jetzt den Markt hier auf der Oberseite geblockt. Also, seht ihr an diesen Kerzen da im 1-Minuten-Chart, wenn ihr da reinschaut, wo denn immer die Lunden da, also oben die Dochte sind, genau da, wo er jetzt da ist. Da eiert es halt ein bisschen rum und mal gucken. Also, ob der 10.700er ist es dann sozusagen bei uns bei FX Flat Chart drinne, dass die 10.7 jetzt als Widerstand herhalten. Also mal sehen. Also sieht er ganz gut aus jetzt. Also der macht ein bisschen Action, ist zumindest der größte Player jetzt hier am Markt. Und mal gucken, ob er das wirklich durchbringt. Und dann könnte es ja vielleicht mal nach unten ein bisschen schneller werden, dass der Dirk da auch noch seine Punkte mitkriegt. Ja, aber es ist halt, das Volumen ist im Arsch, habe ich halt schon in meiner Gruppe auch bei Gottmut da geschrieben. Ganz wenig los und am Ende entscheidet es dann irgendeine Aktie, die dann halt mal fällt und der DAX halt hinterher macht. Ne? Oder wir haben wirklich jetzt über den Future jemanden, der den Markt halt macht, aber das ist halt nur temporär halt immer an der Stelle und die ist halt aktuell ca. 10.700 und dort tritt er als Verkäufer auf. Drunter macht er nichts und drüber auch nicht und von daher muss dann irgendjemand anders machen. Also da heißt, da brauchen wir ein paar größere Akteure, die es da machen. Ansonsten, glaube ich, wird es heute eine ganz lahme Veranstaltung. Ja. Ja, das Ja. war ja auch mein Rücklauflevel, was ich ja vorhin auch gesagt habe, ne? Hast du ja mitbekommen. Mir fehlt Genau. ja so ein bisschen Range Ja. oberhalb. Ich habe jetzt auch mal hier die zweite Position noch reingegeben, weil wir hier ja halt einfach jetzt sehen, ich meine, du hast es ja auch gerade bestätigt, dass da halt einfach hier oben immer wieder abverkauft wird. Das sieht man Ja. ja recht deutlich hier halt auch auf einer Minute. Deswegen habe ich dir jetzt Ja. hier mal dazu gegeben, Genau. noch die Position. Und auch wenn mir jetzt hier, wie gesagt, so ein bisschen Range fehlt, aber ich habe natürlich jetzt auch noch Luft, hier mit der Ja. Positionsgröße noch ein bisschen zu spielen. Aber erstmal, Das sie, Problem ist also. halt, glaube ich, nur, das Problem wird dann nur sein, wenn der halt da oben den Markt nicht mehr hält, dann lüpft der kurz oben raus. Aber wie gesagt, es fehlt eigentlich jetzt unten nur jemanden, der sozusagen die Position zusätzlich aufnimmt. Ja? Dann halt schnell nach unten. Also ich hätte jetzt genauso gemacht, wenn ich den Widerstand, also zumindest jetzt über den Orderflow, habe ich mich jetzt auch da oben kurz reingeklinkt mit einem Short. Also bin auch ein Punkt höher wie du jetzt da drinnen mit der zweiten Position, aber jetzt sagen wir mal gucken, ob jetzt da unten der Push kommt. Ansonsten, also ich nehme halt unten halt mit. Also unten habe ich auf der 90 jetzt noch einen Punkt tiefer. Sau Marianne, auf der 90 habe ich einen Teilverkauf und der Rest halt, falls er durchgeht. Aber jetzt haben wir ja neue Stunde, neue Akteure, sage ich da immer. Aber es ist halt ganz lahm. Also. Ja. Ja, Also genau, also von der. es geht wahrscheinlich mit 1 Minute schnell mal durch und das war's. Ja. Ja, das Also vermute ich so sehe halt ich irgendwie auch das. so ein bisschen, ne?
Also mir reicht ja halt auch irgendwie hier schon 20, ich meine, ich will ja ohnehin nur 20 Punkte tiefer, wobei das jetzt hier schon eine Weltreise zu sein scheint. Heute, ja. Jetzt kommt er, jetzt wird er ein bisschen, jetzt mal gucken, jetzt könnte er kommen, weil jetzt war gerade nochmal, wurden nochmal 20 Kontrakte Market da oben rein verkauft. Mal gucken. Also 20 Kontrakte ist heute schon eine Menge Holz. Jetzt könnte der Ballermann kommen auf der Unterseite. Gucken wir mal. So, Also bei mir ist jetzt ein Teil genau. raus. Wäre natürlich Das schön, ja, wenn der Ballermann mal kurz kommt. Neues Tief sollten wir eigentlich schon sehen. Also selbst wenn es nur ein Fake-Tief ist, Ja. aber es gibt auch keinen Grund, warum jetzt hier nicht ein kleines neues Tief zumindest kommt. Da ist es auch Da schon kommt er, jetzt kommt der kommen Ballermann. sollte. So, jetzt muss mal gucken. Ich skaliere den hier oben auch nochmal aus. Also so mache ich das dann halt mit Orders. Das heißt, Ja. hier ist ja die Position und versuche den jetzt, also entweder kriegen wir jetzt hier runter, entsprechend dann nochmal halt einen kleinen Piekser, wenn er nicht weiterläuft und das jetzt hier nur Ja. ein Mini neues Low war, nur ein kleiner Fake und dann bin ich hier oben mit der Teilposition dann eben auch nochmal raus. Ja. Also das ist halt Jetzt. so die Art und Weise, wie ich das halt ganz gerne mache, muss man halt weniger klicken, weil ich kann natürlich auch jederzeit die Order nehmen, hier drunter setzen, dann bin ich ja auch aufgelöst. Ja, aber Genau. so bin ich jetzt Ich mache erstmal da hier manchmal über. so eine MTO-Order halt an, mache ich dann, sodass ich halt wie sozusagen einen eingesetzten Trailing-Stop dann halt habe, ne? Dass ich halt jetzt nicht den Gesamt-Trailing-Stop für die gesamte Position jetzt nutze. Dann mache ich immer einen Teilverkauf. Habe jetzt ja da oben meine Quick-Buttons. Ja. Ja. So kessel ich Ja, die da habe halt ich dann halt ein. vier drin, gehe schnell auf zwei, mach mit den Shortcuts sozusagen auf der Tastatur und dann ist das eingestellt. Ja, da muss ich nicht mal überlegen, ob ich den richtigen Abstand für meinen Trailing Stop halt habe. Das finde ich eigentlich ganz cool. Also man muss sich halt nur neu organisieren, so ein bisschen. Ja, also die Order läuft, die Verkaufsorder läuft. Also auch am Tief hat er jetzt das so ein bisschen absorbiert. Was mir jetzt ein bisschen fehlt, ist ein bisschen zu viel Volumen am Tief. Also das mag ich eigentlich jetzt nicht. Aber wie gesagt, bis jetzt die Verkaufsorder ist aktiv. Ne? Also der die 96 verkauft hat, der liegt jetzt ganz gut vorne. Hoffen wir mal, dass er jetzt nicht so schnell eindeckt. Das Problem ist halt, wenn der halt Schluss macht, dann geht es halt wieder hoch. Ne? Dann haben wir diesen Fake-Durchbruch, ja, das ist halt immer das Nervige bei diesem, ich hatte das vorhin schon im Chat geschrieben, dieses Kasse-Gedattel, drei Schritte vor und zwei zurück. Jetzt haben wir den einen Schritt unter das Tief gemacht und jetzt wieder zwei Schritte zurück. Ah, das wird dann halt nervig. Ja, also ich bin auch raus hier mit der zweiten Teilposition, wie man sieht. Hier Ja, oben ist genau. jetzt mein Break-Even, weil, ja, sieht man hier oben ist ja Ja. entsprechend, kann man das ja einblenden. Ja, Die stimmt. mit der goldenen Break-Even-Linie, das heißt, weil hier ist jetzt die Teilposition ist mitgerechnet, das heißt, die Gesamtposition liegt jetzt 24 Punkte hier vorne an der Stelle. Das kann halt einfach dauern, ne? Also vor allen Dingen, Ja. was halt auch typisch ist, das ist ja halt eben kurzer Austritt hier aus der Open Range und Ja. dann erst nochmal zurück, so weit wie irgend machbar. Und das heißt, Aber das da ist haben halt typisch, einfach der auch Handel super hier ist viele so top. Fehlausbrüche. Ja, Bitte? also das ist halt komplett typisch, ne? Ja. Jetzt müssen wir mal gucken, 94, 96, jetzt werden wir gleich sehen, ob er auf der 96 noch da ist, wenn er bis zur 8, also bei mir jetzt im Future, ich gucke jetzt, also wissen werden wir jetzt gleich, wenn er über der 10.700 jetzt, werden wir gleich wissen, ob er noch da ist oder nicht da Ja, ist. klar. Steht ja Entweder halt gibt es leider jetzt nicht dran, ich zähle dem. Goldman, ich verkaufe nochmal. Aber es ist voll typisch, ne? Kurz dieses Tief dort rausgenommen, ja. Und das Volumen jetzt mal im Übrigen, vielleicht, wenn man für die Leute, die es jetzt interessiert, in der letzten Minute, die lange, die nach oben ging, diese eine Minute, ja, da wurden in Summe ganze gerade mal 160 Kontrakte getradet in einer Minute. Da sieht man auf der einen Seite immer drei, vier, fünf Kontrakte mal 10. Ja, und ansonsten ist da alles mit Einsen und Dreien, so Einsen, Zweien und Dreien ausgefüllt. Also das ist halt ein Witz, weil immerhin der Markt davor, dafür, wie viele Punkte sind denn das hier vom Low zum Ja. High? Das sind ja sieben Punkte, 8 Punkte. Ja, also das ist eigentlich ein Witz. Aber hier oben Also. wird jetzt wieder, kommt jetzt mehr rein. Also jetzt haben wir das gleiche Volumen in der Folgeminute, haben wir fast das gleiche, mehr nicht ganz geschafft. In der kleinen Minute haben wir jetzt 100. So, jetzt wird sich zeigen, ob er da ist, der Kollege. Genau. Ich mache das halt auch immer so. Also, ich Ja. gucke mir halt immer an, wo habe ich eine schnelle Bewegung. Also, jetzt halt, Genau. ohne das jetzt auf den Orderflow oder aufs Volumen Ja, zu aber du siehst es gucken. ja an der Kerze, Wo habe ich ne? eine schnelle Bewegung? Und da sieht man halt relativ einfach dann auch auf einer Minute,
ob Ja, dann halt nochmal irgendwie genau. Druck drauf ist oder nicht. So, das heißt, wenn der jetzt hier drüber geht, und das ist ja der gleiche Ansatz wie das, was der Heiko auch sagt, wenn die den jetzt hier drüber lassen, ja, dann kann man eigentlich davon ausgehen, okay, wer auch immer das hier initiiert hat, der ist da fertig an der Stelle. Wenn aber Genau. jetzt halt hier nur so zwei, drei Punkte drüber und es dann halt ruckartig wieder runter geht, dann kann man Dankeschön. eigentlich davon ausgehen, Ja. das Ganze hat Bestand. Im DAO Genau. funktioniert das, finde ich, halt immer extrem gut. Das war auch mein Ansatz, warum ich im DAO gesagt oder am Montag geschrieben habe, dass man am Freitag sehr deutlich gesehen hat, dass bei 24.411 oder 10, 15 um den Dreh rum, hat man ganz deutlich gesehen, um kurz vor 10, dass da halt echt immer mit ordentlich, also die Kerze einfach mit ordentlich Tempo immer wieder nach unten gedrückt wurde. Ja. Und deswegen bin ich da auch schon übers Wochenende drin geblieben, weil es war zu deutlich, was dort passiert ist. Und das gleiche Spiel haben wir halt hier auch. Das heißt, wenn es halt hier schnell runtergeht, wobei das halt hier ja nur drei, vier Punkte sind, aber wenn es halt hier jetzt so bäm, ja, so wirklich schnell runtergeht und jeder Rücklaufversuch nochmal direkt runtergedrückt wird, dann kann man davon ausgehen, da sitzt einer, der die Hand drauf hält, einen Deckel drauf macht und das Ding auch Ja. aufs nächste Tief Ich dann sage jetzt mal entsprechend. für die Zuhörer ist es halt wichtig, halt einfach, man hat einer gesagt immer, man sollte es so daumendick den Widerstand sehen. Also jetzt nicht zu punktgenau sehen und es eigentlich genau auch richtig, wie der Dirk das jetzt gemacht hat, den Stop so ein bisschen, also ein bisschen wegzulegen, weil wenn der Markt jetzt nur wegen zwei Punkte einen holt und dann wieder runterfällt, dann ist halt doof. Natürlich wissen wir alle nicht, ob der jetzt noch da ist oder nicht da ist, ne? So, und ich würde es halt genauso so machen und den Stop auch weglegen, wenn ich bereit bin, dieses Risiko zu gehen, zu sagen, der ist noch da und ich weiß es halt Ja, nicht. Ne? So, aber so sieht's und aus jetzt. Ich bin jetzt raus. ja, und wenn der jetzt wirklich da gewesen wäre und wir wären jetzt wieder runtergegangen auf die 96, 95, dann ist das Ding dann halt, ist das Ding halt safe und wieder in der Range drinne. Also, bloß das ist genau das, was jetzt da auch passiert, was ja jeder macht. Das ist halt auch kein Abzocken, weil auch die Leute, die ja im Future handeln, die müssen ja genauso handeln. Die wissen ja auch nicht. Die haben ja auch nur gesehen, okay, da war jemand da und jetzt ist er halt nicht mehr da. So. Und dann muss jeder ja mit seiner Position auch klarkommen. So. Man muss sich immer vorstellen, ein institutioneller Trader, der da mit 50 Kontrakten handelt, der kann nicht so einfach rausgehen, ja. Und in den Kerzen wird halt so wenig gehandelt, dass die halt alle Probleme haben und den Markt so durchziehen. Und da hat jetzt auch jemand anders, halt nicht der Dirk halt zugemacht, sondern halt irgendein anderer Trader mit seinen 50, 60, 70 Kontrakten. Ja, dann zieht es den Markt halt kurz da hoch und wenn der halt fertig ist, dann fällt der Markt halt eventuell wieder runter oder halt auch nicht, ja, wenn sich dann noch das Gesamtbild so ein bisschen ändert. Aber der hat dann erstmal seine Position halt auch zu. Und wichtig ist halt so, das so ein bisschen daumendick zu sehen, so solche Unterstützungswiderstände. Ja. Nerviges Bild Ja, gerade. Das war typisch. Also es sieht, der 1-Minuten-Chart, wenn so ein 1-Minuten-Chart, das kann man auch ja jedem an der Hand geben, wenn der 1-Minuten-Chart schon optisch scheiße aussieht, muss man einfach mal so sagen, dann sollte man auch nicht zu viel erwarten, dann sollte man halt auch mitnehmen manchmal, was man kriegt. Oder man hat halt wirklich eine Arschgeduld und geht dann halt wieder Dirk, das halt macht dann in den 15-Minuten-Chart und sagt sich, okay, dann habe ich halt die Geduld und wartet das halt ab. Also ich könnte es auch nicht, ja. Also ich habe unten einen rausgetan und den anderen habe ich im Rücklauf dann auch dazu gemacht. Also ich habe beide an der gleichen Stelle am Ende geschlossen, weil dieser Ballermann, den ich jetzt erwartet hätte, der vielleicht mal 20 Punkte trägt, nochmal, der kam halt nicht und der muss halt auch raus. Ja. ja, das ist ja halt, ich meine, man kann es halt nicht erzwingen. Ne? Man versucht es ja halt immer wieder gerne mal, aber das funktioniert halt nicht. Ich meine, wenn halt keiner da ist, der das Ding dann darunter handelt, dann wir werden es nicht schaffen. Nee. Das ist halt ganz Wir klar. schaffen es, wir schaffen es vielleicht, also heute kannst du es schaffen, wenn im FDAX nur drei Kontrakte liegen und du Ja. handelst vier, kannst du den Markt um 0,5 Punkte bewegen für eine Sekunde. Das schaffst Ja. du. Ja, Volumen hat leider schlapp, aber okay. Na Ja. gut. Gut, also, da sind wir uns ja einig. Das ist halt immer auch schon mal gut, wenn Trotzdem man mit gut den gemacht richtigen am Leuten Ende. sich einig Also, wie ist. gesagt, Chancen genutzt und ja, am Ende liegt es dann halt immer so ein bisschen auch im Glück des Managements, wie man es dann halt macht. Ja, also, was bin ich immer bereit, wieder abzugeben? Und wäre auch super gewesen, wenn das jetzt nicht ganz so hoch gegangen wäre, ne? Und wieder runter wäre auch schön gewesen. Da hätte man ja die Position sogar zur gleichen Stelle nochmal reinnehmen können und hätte es nochmal drei, vier Punkte rausholen können. Ja, aber ich glaube halt Also, die eher, also zweite. von der Bewegung her, also ich versuche halt auch immer so Punkte zu finden, die plausibel sind. Ja. Und das heißt, wenn überhaupt, wenn das Volumen schon so gering ist und es will jemand mehr als drei Kontrakte drehen, dann wird er sich, sag ich halt auch immer, sich dort einen Punkt suchen, wo eben halt auch die anderen
größeren in Anführungszeichen sich versammeln. Und das heißt, da sind wir eigentlich wieder am Point of Control. Und das Ja. heißt, da sollten wir jetzt eigentlich nochmal hinlaufen. Und Genau. dort sehen wir dann halt auch entsprechend, in welche Richtung das Ganze jetzt halt weitergeht. Aber wenn, weil das Volumen muss ja gedreht werden. Die, die kaufen, brauchen Abnehmer, die, die verkaufen, brauchen auch Abnehmer. Ja. Und bis jetzt haben sie sich heute hier versammelt und da werden sie sich wahrscheinlich jetzt auch gleich nochmal versammeln. So, und Genau. da sind wir auch Genau. Ja. schon, kaum gesagt, zack. So, und hier kann man jetzt dann halt, hier sieht man jetzt halt auch von der Bewegung, vielleicht ergibt sich ja hier jetzt dann doch noch kurz was. Aber hier wäre jetzt halt auch so ein Punkt, hier haben wir nochmal einen Außenstab auf 5 Minuten. Und mal gucken, ob der weggekauft wird. Dann wäre das, wäre die Tendenz eher long. Ich gucke mal, wie die 15 Minuten aussieht. Nee, ja, kann also tatsächlich funktionieren, wenn der durchgekauft wird, dass wir ab hier dann jetzt mal den Angriff dann nach oben starten. Weil Ja. 15 Minuten wäre jetzt für mich kein Short mehr. Ja. Das Also für mich ist wäre. jetzt auch von meinem Ausblick, den ich heute da mal auch in die Gruppe rein, ist es so, ich hatte zwei Punkte heute, genau das, was du auch sagtest, dieses 61er Fibo, also 38er ist es ja richtig rumgelegt, ne? Ja. Dort an der 91, wo wir heute da im Tief so ein bisschen waren. Und da habe ich, gab es zwei Möglichkeiten. Also die eine Variante war heute Richtung Tagestief von gestern oder alternativ der Blick vom Jahrestief von gestern. Ja, wenn du von gestern vom Jahrestief aus guckst, hättest du jetzt 38% der gestrigen frühen Aufwärtsbewegung korrigiert und würdest jetzt dort den Trend jetzt sehen. Das heißt, das, was wir jetzt sehen, wäre der Beginn des korrektiven Aufwärtstrends und das könnte dann bedeuten, wieder bis komplett hoch. Also das heißt, Ja. das war bei mir heute das Szenario 3. Also wer mal in die StereoTrader-Gruppe guckt, also da kann ich auch jedem empfehlen, nur mal reinzugucken, die da noch nicht drin sind, dass man dann dort, da sieht man dann, das Szenario 3 ist das bei mir heute. Und da habe ich das dann auch, und das passt bis jetzt. So wie ich es eingezeichnet habe, läuft es gerade. Ich habe vorher, bin ich auch davon ausgegangen, dass der Unterstützungsbereich halt hält. Also nicht hält, sondern durchgehandelt wird, aber jetzt hält er. Und je weiter es weggeht, desto mehr kann man ja sagen, hat er gehalten. Ja, das ist ja auch das Ja, Schöne. ich Ja, würde nur das. trotzdem bei, also weil ich ja vorhin gemeint habe, hier aufpassen mit der Stundenkerze, weil, wie gesagt, wenn man in die Vergangenheit reinguckt, du hast fast nie das Bild, dass halt eine Ja. Stundenkerze oder hier eine Fortsetzung in der Form, dass die einfach durchgekauft wird. Das Bild findest du so gut wie nirgends im Chart. Und Ja. das heißt, hier oben an der Stelle wird es jetzt nochmal eng. Ja, ist jetzt hier einfach nochmal an der Eröffnung oder kurz davor oder kurz dahinter. Da wird es Ja. ganz sicher nochmal eng. Und rennt der halt nicht drüber. Das muss man halt dann, da muss man eben aufpassen. Das heißt, hier lieber dann nochmal einen Rücklauf abwarten, wenn man das Long handeln will. Und dann eher gucken, dass man unten hier irgendwo nochmal reinkommt. An der Stelle, statt da jetzt versuchen, irgendwie, wie man sagt, naja, wenn der da drüber geht, dann gehe ich per Stop Long. Das kann auch ganz schnell mal wieder Ja, 30 bist Punkte kosten. wahnsinnig. Ja. Das würde ich nie machen, Stop Long. Also da jetzt Ja, kann man. reinzugehen, also da müsste ich wirklich, weil die Frage ist ja, wenn du jetzt long gehst, wo hast du dein, also wo begrenzt du dein Risiko? Klar kann man es jetzt über die Positionsgröße bestimmen, dass man jetzt einen weiten Stop nimmt. Also sagen wir so, ich sage mal so, rein vom CFD-Chart könnte ich es nicht handeln. Gut, ich habe jetzt den Blick in den Future, da kann ich es handeln, weil ich halt sehe, wie unten schön gefüttert wird. Ja, da wird richtig gut gefüttert. Da kann man. Kann man noch reingehen, aber aber ansonsten über ein CFD hätte ich da never ever einen Einstieg. Willst du da oben den Limit-Zelt drinnen lassen und nicht das, falls du was übersehen hast? Nö, ich habe nichts übersehen, der bleibt da jetzt erstmal drin. Jawohl. Nee, nee, weil das Es ist ist halt hier ja einfach, wirklich ne? so stark zu sagen, das hält mit 10 Punkte Stop oder was auch immer und dann hält das da auch nicht. Da denke ich auch immer, du hast doch eine Glaskugel ab und zu. Manchmal. Nein, das ist hier halt einfach nur, hier, Ja, das sieht man, nee, ich also verstehe schon. Schnittkante hier einfach, ja, von der 8 Uhr auf 9 Uhr und gleichzeitig hier die Eröffnung und wäre der Versuch, halt hier ein Engulfing zu bauen, Ja. das kann man ruhig shorten. Das sollte schon funktionieren. Gut, okay. So, 1,5 Stunden um. Ich glaube, das war ja alles in allem ganz okay, wie das hier gelaufen ist. Also vom Markt her nicht, ja. Da schicken wir mal eine Beschwerde auf jeden Fall nach Frankfurt. Das geht so nicht, wenn wir hier Live-Trading-Webinar schon machen und dann muss natürlich auch ein bisschen Bewegung nachher. Aber das Schöne Aber ist ich doch glaube, auch, ja, aber das Schöne ist doch am Ende auch zu sehen, dass man eigentlich in so einem, ich sage jetzt mal, so einem Gurkenmarkt seine Punkte rausholen kann. Das ist ja eigentlich doch das Interessante ja auch. Ja? Also, dass man am Ende
versucht auch tagtäglich, egal wie das Ding halt läuft, eine Situation halt hat, auch wenn es nur eine ist oder eine Chance sieht, dass man dann trotzdem da sein Profit rausziehen kann. Ja, also das ist Ja, sehr wichtig. ein Teilnehmer schreibt auch toller Markt, um was zu lernen, insbesondere von euch beiden. Also ein Dankeschön. Ja, also von unten wird der Markt echt gut gefüttert. Also da schiebt einer immer so seine 20, 30. Jetzt ist er schon bei 50 Kontrakten. Der will unbedingt rein und die anderen Marktteilnehmer lassen ihn wahrscheinlich nicht. Es sieht man richtig im Future. Jetzt mal gucken, jetzt ob er gerade 40 Kontrakte ein Tick davor gewesen und kein Fill bekommen. Und jetzt rennt der Markt gleich. Seht ihr ja diese Punkte, der da hochspringt gleich. Also der bekommt seinen Fill nicht. Der ärgert sich, glaube ich, gerade schwarz. Ja. Das ist, da ist wirklich im Future halt, wer zuerst kommt, mal zuerst, ne, bei dieser Positionsgröße. So, bei Und die dem anderen können Order. halt jemanden auch ärgern, ja, also den Großen zu ärgern, ja. Diese Probleme, die Großen halt haben, die will man ja eigentlich gar nicht haben, ja. Und der steht da halt drinnen, 4 Punkte ungefähr runter und wird nicht bedient, ja. Immer ein Tick davor haut das Ding wieder nach oben ab. So, und dann steht man dort mit, oh, jetzt sind sie gefüllt. So. Der Dirk ist es. Ich war's. Ja, du warst. Ich war's. So, den skalieren wir aber auch hier hoch. So, also jetzt wurde derjenige, hat er zumindest seinen Fill bekommen und eine Limit-Buy-Order von 40 Kontrakten wurde da jetzt gefüllt. Ja. Ja, ich war's. Sag's doch, Dirk. Ich habe es abgegeben, eingeschenkt Ja, hier, der du Future hinter gekoppelt. meinst. Ich habe es nicht Mir auch klar, verraten. dass du nur mit einem Tausender pro Punkt handelst im Großen. Das ist mir schon klar. Das muss Ja. schon sein. Das ist verknüpft. Ich habe hier eine Bridge zum Linear Trader und dahinter hängt ein fettes Future-Konto. Deswegen kann ich das auch mit den 10 Punkten immer so genau halten. So, okay, dann machen wir hier mal Feierabend. Also danke, Heiko. Natürlich Ja, auch, gerne doch. dass du hier deinen Kaffee unterbrochen hast und hier auch noch mal ein paar Nee, Worte alles gut. dazu gesagt hast. Und ja, ich sag mal den Teilnehmern natürlich auch danke fürs Dabeisein. Es sind ja auch ganz viele geblieben, ein paar sind gegangen. Gut, das liegt wahrscheinlich dann eher auch so ein bisschen an der Wohler, die der Markt uns hier geliefert hat. Weil ich glaube mal, von dem, wie es halt eingeschätzt wurde, jetzt auch zusammen nochmal mit Heiko nochmal zusätzlich, das hat ja alles ganz gut gepasst, vom Verhalten her. Und es ist ja halt auch manchmal auch wichtig, dass man einfach den Markt so bisschen besser verstehen lernt und darauf entsprechend seine Entscheidungen dann auch abstellen kann. Ich sage natürlich auch Danke an also Heiko sowieso, danke an die Teilnehmer, danke an Nelson und FX Flat für das Webinar hier. Und wir sehen uns im Helpdesk dann demnächst nochmal. Das ist nächste Woche oder wann? Oder übernächste Woche, Nelson? Nächste Woche, ja. Nächste Woche, okay. Gut, mach den kleinen Short hier mal noch zu, nehmen wir die 5 Punkte auch noch mit. So, dann haben wir hier doch wenigstens zwei schöne kleine Gewinntrades gemacht und ist was dabei rausgekommen und passt. So, allen anderen an der Stelle, ja, also für eine gute Weihnachtszeit ist es mir immer noch zu früh, weil es gibt ja immer noch das Helpdesk-Webinar, habe ich noch Gelegenheit dazu, aber ich wünsche auf jeden Fall noch eine schöne Restwoche und freue mich aufs nächste Mal. Ich sage Tschüss an der Stelle und gebe Nelson das letzte Wort. Unglaublich. Ja, vielen Dank, Dirk. Vielen Dank natürlich auch an Heiko für den Besuch und natürlich die Er hat mich ja Ausführungen. gezwungen. Der Dirk war. Und natürlich danke an die Teilnehmer, dass sie auch das ganze Jahr über hier immer fleißig mitgemacht haben und interessiert waren und teilgenommen haben. Das werden wir, wie gesagt, auch im nächsten Jahr fortfahren. Aufzeichnung kommt wie immer so schnell wie möglich online. Und ansonsten wünsche ich Ihnen natürlich noch eine schöne Woche. Passen Sie auf Ihre Position auf und gerne hören wir uns wieder nächsten Montag im Stereo Trader Helpdesk. Also vielen Dank, danke Dirk, danke Heiko, schönen Tag noch. Tschüss zusammen. Jo, ciao euch, ciao. Ciao.